Ja, ich denke, wir fangen ganz langsam, aber sicher an. Mein Name ist Armin Ruder und ich darf Sie hier in den Räumen der Bundeszentrale für politische Bildung in meiner Eigenschaft als Vorsitzender des Bundesverbands Offene Kanäle e.V. sehr herzlich willkommen heißen. Ist eine kurze Einführung, die steht unter dem Titel, unter der Überschrift Begrüßen, Bedanken und Bedauern. Ich fange mit Letzterem an, weil ich davon ausgehe, dass nach diesem eher negativen, bedauernswerten für den Rest dieser zweitägigen Veranstaltung nur noch positive Signale und positive Botschaften von hier ausgehen. Was bedauern wir? Natürlich in erster Linie, dass der große Streik einer kleinen Gewerkschaft dazu geführt hat, dass dieser Raum hier eben nicht aus allen Nähten platzt oder noch nicht. Einige sind noch unterwegs, Autos stehen noch vor Berlin, Fernbusse sind mit 60-minütiger Verspätung unterwegs. Also einige werden noch dazukommen, aber eben nicht die, oder nicht alle die derer, die sich angemeldet haben. Was ich dabei besonders bedauernswert finde, ist, dass es die angrenzenden Bundesländer sind, die morgen sich hier auch präsentieren sollten, die 2 Minuten, nachdem die GDL den Streik ausgerufen hat, erstmal abgesagt haben. Während der hohe Norden, die Küste, der tiefe Süden, ob jetzt mit Bahn, mit Auto, mit Flugzeug, es tatsächlich hierher geschafft haben. Bei Mecklenburg-Vorpommern ist mir eingefallen, das Schiff. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, glaube ich, dauert auch gar nicht allzu lange. Aber so wie es jetzt aussieht, werden wir eben am morgigen Tag auf die Präsentationen aus Mecklenburg-Vorpommern und aus Niedersachsen verzichten müssen, wenn Sie sich nichts noch anders überlegen. Damit genug des Bedauerns. Ich komme zum Dank. So eine Veranstaltung kann man zwar im Kopf lange vorausplanen, realisieren kann man sie nur dann, wenn sich viele daran aktiv beteiligen. Und zunächst mal gilt mein Dank natürlich hier der Bundeszentrale für politische Bildung dafür, dass wir diese Tagung hier in diesen Räumlichkeiten durchführen können. Wir werden das nachher noch persönlich beim Präsidenten der Bundeszentrale, bei Herrn Thomas Krüger, tun. Aber vorab schon mal herzlichen Dank an all die hier, die uns dabei unterstützt haben. Vieles wird ehrenamtlich gemacht, aber so eine Veranstaltung inklusive des Rahmenprogramms kostet jede Menge Geld. Und so gilt mein besonderer Dank natürlich denen, durch deren finanzielle Zuwendung diese Veranstaltung erst möglich wurde. Das sind die Landesmedienanstalten und das kann man hier personifizieren. Ich muss jetzt wieder auf dieses Programm schauen. Früher war das ganz einfach. Ich hätte gesagt, Jochen Fasko, Beauftragter für die Bürgermedien bei den Landesmedienanstalten. Heute hat er den unaussprechlichen Titel Koordinator des DLM-ZAK-Fachausschusses Medienkompetenz, Bürgermedien und Jugendschutz. Sie schütteln selbst den Kopf. Ich weiß, Sie können nichts dafür. Trotzdem, herzlichen Dank an Jochen Fasko. Jetzt kann man zum ersten Mal auch einen Applaus loswerden. Ohne deren Zutun wäre die Veranstaltung einfach nicht möglich gewesen. Nachträglich bedauern gehört noch mit dazu. Sie sehen es, im Programm steht unten, moderiert wird die Veranstaltung von Werner Lauf. Werner Lauf hat uns vor 2 Tagen bekannt gegeben, dass er ins Krankenhaus muss und hier nicht teilnehmen kann. Wir wünschen ihm hier alle gemeinsam von dieser Stelle aus gute Besserung. Bedanken möchte ich mich auch bei einer Person. Ich habe das am ehesten mitbekommen, wenn es um die organisatorische Vorbereitung einer solchen Veranstaltung geht. Wie viele Stunden, nervenaufreibende Stunden, Telefonate, Schriftverkehr nötig sind, um dann doch hier heute um 14.15 Uhr starten zu können. Mein ganz besonderer Dank gilt Angelika Jänicke, ohne deren Zutun es überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Ich erweitere den Dank natürlich auch an die anderen Vorstandsmitglieder des BOK e.V., die im Vorfeld alles Mögliche getan haben, damit wir heute und morgen eine interessante und vielseitige und erkenntnisreiche Veranstaltung durchführen können. Bedanken, und jetzt leite ich aber auch gleich zur Begrüßung über, möchte ich mich bei Christian Schurig, Mitglied im Bundesverband Offene Kanäle, und er hat 10 Minuten nach der Absage von Herrn Lauf von uns dann den Notruf bekommen am Montag. Herr Schurig, Sie sind doch bestimmt in der Lage, fähig, willens und haben Lust, am Donnerstag diese Veranstaltung zu moderieren. Und so ein schnelles Ja wie da habe ich selten gehört. Herzlichen Dank, Christian Schurig, der uns heute durch den Tag führen wird.
Ja, und ein Dank oder auch eine Begrüßung jetzt im weiteren Sinne gilt dem Bundesverband Bürger- und Ausbildungsmedien, dem BVBAM, stellvertretend, ich weiß, der Vorstand ist zahlenmäßig schon ganz gut vertreten, stellvertretend Dr. Wolfgang Ressmann hier in der ersten Reihe. Warum erwähne ich das? Es ist ja in der Vergangenheit keine Selbstverständlichkeit gewesen, dass zwei Bundesverbände zu einer gemeinsamen Fachtagung einladen. Und ich habe es vorher gesagt, von dieser Veranstaltung sollen überwiegend positive Signale und Botschaften ausgehen. Und das ist eine der ersten positiven Signale, finde ich, dass BOK und BVBAM hier diese Veranstaltung als Kooperationspartner genauso durchführen. Und ich will noch nicht alles vorwegnehmen. Es wird in diese Richtung heute noch weitere positive Meldungen und Überraschungen geben. Verweise hier auf den letzten Punkt, Zukunftschancen nutzen, BOK und BVBAM auf gemeinsamen Wegen. Und da ist nicht mal ein Fragezeichen, auf neuen Wegen, gemeinsam auf neuen Wegen. Und Sie sehen es, wenn Sie hinschauen, da steht nicht mal ein Fragezeichen dahinter. Das klingt schon alles sehr positiv. Also herzlich willkommen BVBAM hier. Und ich glaube, ich kann es schon vorwegnehmen, in wenigen Wochen gibt es eine Veranstaltung in Münster. Das koordiniert BVBAM und da sind wir gern gesehene Gäste und Kooperationspartner und da freuen wir uns schon heute drauf. Danke. Danke auch an, die haben ein Heimspiel gehabt, deswegen sind sie hier auch sehr zahlreich vertreten, an die Produktionsteams, die Gäste, die Moderatoren von Alex TV. Sie sehen, die Kameras laufen schon, also das ist für uns Medienprofis wahrscheinlich gar nicht nötig, nochmal das hier zu erwähnen, aber diese Veranstaltung wird komplett 1:1 aufgezeichnet und nahezu komplett 1:1 dann am 10. und 11. November in Berlin ausgestrahlt. Ich werde allen Bürgermedien per Mail dann die Daten des FDP-Servers zukommen lassen, weil ich gehe mal davon aus, dass diese doch längere Diskussion, diese längere Dokumentation nicht nur in Berlin bei Alex gesendet werden sollte, sondern möglichst an vielen Standorten. Und wir haben dann die Möglichkeit, ab dem 10. 11. November uns diese zwei Sendungen plus eines halbstündigen Features, das zusätzlich produziert wird, heute tagsüber, auch ein bisschen Partystimmung heute Abend, habe ich mir sagen lassen, kommt damit rein. Und morgen der zweite Tag inklusive der abschließenden Podiumsdiskussion. Auch dieses Feature steht dann allen Bürgersendern bundesweit zum Download zur Verfügung. Dann nochmal herzlichen Dank an die Vertreter von Alex TV Ereignisfernsehen und Alex. Volker Bach habe ich noch nicht gesehen, aber doch, der ist da. Stellvertretend für alle, Volker Bach, herzlichen Dank dafür. So, ganz zum Schluss zwei organisatorische Hinweise. Heute Abend steht es im Programm 19.30 Uhr Bürgermedienfest in der Mendelssohn-Remise. Ich weiß es aus vergangenen Jahren. Jürgen Linke hat es immer ganz schlau gemacht. Er hat einfach gesagt, wir gehen aufs Schiff und wer nicht pünktlich da ist, bleibt zu Hause. Und das Schiff ist dann auch pünktlich da und da abgefahren. Wir fahren zwar heute nicht weg und wir legen nicht ab, dennoch wäre es sehr schön, wenn wir spätestens um 19.30 Uhr auch in der Remise sind. Ja, wir haben da ein bisschen was vorbereitet, organisiert und es sähe nicht so gut aus, wenn wir dann mit 10, 15 Leuten stehen und die letzten dann so allmählich um 9 eintrudeln. Eher gehen ist vielleicht kein Problem, aber pünktlich da sein wäre schön für uns alle. Es gibt ein bisschen Musik, ein bisschen Rahmenprogramm und das sollten wir dann auch alle genießen. Die Remise ist von hier aus fußläufig in rund 15 Minuten zu erreichen. Also diese Richtung, drei Querstraßen über den Gendarmenmarkt drüber, Jägerstraße. Und auf der linken Seite nach der belgischen Botschaft, glaube ich, ist der Vertreter aus Belgien schon da? Nein, der kommt auch noch. Nach der belgischen Botschaft ist es dann ein Haus, wo man durch den Hof durchgehen muss. Die Remise ist im Hinterhof. Ja, wir werden es auch noch mal versuchen auszuschildern. Und da freuen wir uns, wenn heute Abend um 19.30 Uhr alle da sind. Und zum Schluss eine Frage. Wir haben das jetzt intern noch gar nicht geklärt. Nachdem morgen sowohl Mecklenburg-Vorpommern als auch Niedersachsen ausfallen, gibt es jetzt die Möglichkeit, dass wir sagen, wir starten mit Sachsen-Anhalt erst um 10 Uhr. Das ist meistens interessant für die, die nach dem offiziellen Teil heute Abend noch ein bisschen auf die Piste gehen wollen oder da oder dort vielleicht dann doch beim letzten Wein hängen bleiben. Deswegen die Frage an alle, ist das okay, dass wir morgen pünktlich allerdings um 10 Uhr mit Sachsen-Anhalt beginnen? Kein Widerspruch? Wir können nicht alles nach vorne ziehen, weil die Politiker so gegen 14 Uhr, 14.15 Uhr eintreffen werden. Aber auch da sind wir natürlich darum bemüht, wenn es geht, dass wir das eine halbe Stunde nach vorne ziehen, sodass wir dann morgen so gegen 16 Uhr, Pi mal Daumen, die Veranstaltung beenden können.
Soweit die organisatorischen Hinweise. Jetzt bleibt mir noch, uns für die heutige und morgige Veranstaltung spannende, erkenntnisreiche Diskussionen zu wünschen. Einen guten Verlauf, wie man so schön sagt. Ich hoffe, technisch haben wir soweit alles, was wir vorbereiten konnten, vorbereitet. Noch ein letzter Hinweis, die morgen dran sind und hier ihre Präsentation noch nicht getestet haben, machen wir das heute gleich um 18 Uhr. Ich habe gerade gehört, aus Hessen gibt es noch Bedarf. Und Sachsen-Anhalt habe ich auch noch nicht alles, dass wir das heute Abend noch schnell testen mit der Tontechnik zusammen. Den Dank habe ich vergessen an die Firma Fleischhauer aus Berlin. Wir haben hier für 2 Tage einen professionellen Tontechniker, der dafür sorgen wird, dass alles bestens, akustisch zumindest, rüberkommt und dass Alex TV das auch in einer 1A-Tonqualität senden kann. Herzlichen Dank auch nochmal an den jungen Mann da hinten. Ich habe den Namen vergessen, aber alle wissen, wen wir meinen. Ja. Dann darf ich, der kriegt auch nochmal einen Applaus. Dann darf ich überleiten, beziehungsweise jetzt dem Mann das Wort erteilen oder in den Ring bitten, der dafür sorgen wird, dass heute alles streng nach Zeitplan verläuft und trotzdem nichts auf der Strecke bleiben wird. Danke nochmal an Christian Schurig und uns allen einen guten Verlauf. Ja, meine Damen und Herren, ich habe das gern gemacht, dass ich hier kurzfristig eingesprungen bin. Und ich denke, dass so ein Streik der Eisenbahn einen auch geistig mobil hält, denn man muss plötzlich umplanen. Mit was könnte man noch hierher kommen und woanders hinkommen? Also insofern muss man immer das Positive daran sehen. Die meisten unter Ihnen kennen mich schon, aber nur noch mal zur Ergänzung. Ich bin seit den 80er Jahren eigentlich mit Bürgermedien und nicht kommerziellem Hörfunk und Fernsehen befasst und beschäftigt in verschiedenen Positionen. Ich bin ein bisschen stolz darauf, dass ich als Rundfunkreferent in einem damals sehr konservativen Baden-Württemberg der erste in Deutschland war, der ein nicht kommerzielles Radio legalisiert hat, nämlich Radio Dreieckland. Bevor es irgendwelche Gesetze gab, hatten wir das einfach auf dem kurzen Dienstweg gemacht. Und ich glaube, das war damals ein nicht unwesentlicher Punkt, um freie Radios in Deutschland auch etwas hoffähig zu machen. Dann war ich lange in Baden-Württemberg Leiter der dortigen Landesmedienanstalt und dann über mehr als 12 Jahre in Sachsen-Anhalt als Leiter der dortigen Medienanstalt. Und überall haben mich die Bürgermedien aktiv mit begleitet und mit besonderer Freude habe ich in dieser Woche im Feuilleton der Wochenzeitung Der Freitag gelesen, dass der Hallenser nicht kommerzielle Sender Korax als Blaupause für einen demokratischen Rundfunk bezeichnet worden ist. Wahrscheinlich andere können das ebenfalls für sich behaupten, aber das heißt ja doch, dass Bürgermedien insgesamt eine nicht nur dritte Säule im Rundfunkbereich sind, wie oft dargestellt, sondern sie bereichern die Demokratie in Deutschland. Und ich glaube, das ist auch dringend notwendig. Ich möchte als Moderator Sie am langen Zügel durch das heutige Programm führen. Es gibt drei Punkte, die man beachten sollte. Wir haben durchgesetzt, dass vor 16.45 Uhr nach dem Vortrag von Herrn Krüger eine Kaffeepause stattfindet. Und ich muss darauf achten, dass wir möglichst um 18.30 Uhr, das ist also auch schon für alle Präsentatoren wichtig, um 18.30 Uhr hier Schluss machen, damit wir genügend Zeit haben, noch das Hotel zu besuchen und dann rechtzeitig um 19.30 Uhr in Mendelssohn-Remise zu sein. Was noch wichtig ist wegen der Aufzeichnung der heutigen Veranstaltung, wenn Fragen nachher aus dem Publikum kommen, bitte erst warten, bis Sie das Mikrofon in der Hand halten, damit alles vom Ton her auch ordnungsgemäß mit aufgezeichnet wird. So, genug der kurzen Vorrede. Ich darf gleich zum ersten Punkt kommen, nämlich zum Grußwort des Mitfinanziers und Mitorganisators, nämlich Herrn Jochen Fasko, dem Direktor der Landesmedienanstalt in Erfurt, der, das wissen alle, eigentlich einer der, aktiven Posten in den Landesmedienanstalten ist, der sich stets zur Förderung, für die Förderung von Bürgermedien auch über die Grenzen Thürings hinaus einsetzt. Und allein die Tatsache,
dass zum Beispiel im Etat der Thüringischen Landesmedienanstalt 50%, das sind ungefähr 2 Millionen Euro, jährlich für Bürgermedien und nicht kommerziellen Rundfunk eingesetzt wird, spricht für sich. Herr Fasko, auf diesem Weg sollten Sie voranschreiten und Ihre Kollegen in der DLM davon überzeugen, dass das ein guter Weg ist. Es ist, denke ich, auf dem anderen Bereich, nämlich der Förderung von Bürgerradios, ja heute eine Inventur vorgesehen. Wobei, wenn ich mich hier umschaue, die meisten eigentlich von uns schon zum Inventar gehören. Insofern muss man da nicht viel inventarisieren. Aber es gibt trotzdem, denke ich, und das zeigt auch das Programm des heutigen und morgigen Tages, einige Highlights zu besichtigen und zu hören. Und der erste Highlight, das ist das Grußwort von Jochen Fasko. Ja klar, danke Herr Schurich. Ich habe vorhin, als Sie so ein bisschen Ihren Werdegang vorgetragen haben, gedacht, ganz so verschieden sind wir gar nicht. Ich war auch mal Rundfunkreferent, ich habe auch ein bisschen Anteil haben dürfen an der Mitauf- und Weiterbau von Bürgermedien und bin jetzt in seiner Funktion. Und wenn es überhaupt, dieser sperrige Titel übrigens, der vorhin vorgelesen worden ist, ohne Zack, aber da wird er nicht besser, DLM-Beauftragter oder Koordinator, der sperrige Titel wäre, wenn überhaupt, sinnvoll, als wenn man jemanden bezeichnen will als Mr. Bürgermedien, dann ist es Herr Schurich für seine Arbeit der letzten Jahrzehnte. Und ich denke, so gesehen freue ich mich immer, dass wir nicht bloß bei Rückblicken, sondern auch bei Ausblicken mit Ihnen diskutieren können und Sie dabei sind, weil, ich weiß gleich, ob das hier reingeht, nee, geht nicht, da bleibe ich hier so stehen, weil es, glaube ich, eins braucht, da haben wir ja auch heute das Thema Inventarisierung, es braucht immer wieder das Hinterfragen und neu aufstellen und ausrichten und dann kann man, glaube ich, auch sehen, ob man im Lichte auch von anderen betrachtet, immer noch so engagiert, so modern und auch so zukunftsfähig und auch erhaltenswürdig ist, wie man sein möchte. Zweite Bemerkung, ich denke, toll, dass übrigens Herr Ruder, Herr Ressmann, dass wir hier BOK, BVBAM so gut zusammenarbeiten und eine Chance haben, auch zusammen solche Veranstaltungen zu machen und auch dann die nächsten Zeit auch spannende Sachen erleben werden. Ich denke, dass wenn man die Streiks jetzt heute hat, dann muss man akzeptieren, es gibt Menschen, die streiken für ihre Rechte, es gibt Menschen, die haben das Streikrecht, es gibt Menschen, die kämpfen für ihre Rechte, für Meinungsfreiheit, für Rundfunkfreiheit, auch in anderen Ländern. Wir müssen es akzeptieren. Ich finde, was Herr Schurich gesagt hat, da muss man halt schauen, dass man damit umgeht und wir sollten das auch nicht hinnehmen, aber auch akzeptieren. Wir kämpfen dann auch, wenn es sein muss, für unsere Rechte. Und jetzt zu dem Thema Inventur. Davor noch vielleicht eine kleine Entschuldigung. Ich muss nachher zum BFR. Die haben ja parallele Tagungen in Potsdam und Berlin von 7 bis 9. Also ich bin in der Remise ein bisschen später. Aber und die werden ja auch heftige, denke ich, Diskussionen haben. Da gibt es auch viele Themen. Aber wenn man Inventur macht, das ist ja schon eben, sagte Herr Ruder, so nebenbei, Altbestand. Da wird der Altbestand geguckt. Was wird noch gekauft? Dann hat man meistens, so, wenn ich Inventur erlebt habe, ist es meistens so, dann stehe ich dann, was weiß ich, vom Karstadt oder wo auch immer. Da ist dann zu, das nervt mich, ich wollte ja einkaufen, na, heute wegen Inventur geschlossen. Dann, also alles ist zu, dann wird da drin, sieht man dann auch viele untriebige Geister, die hin und her laufen und irgendwelche Sachen ja, berechnen und zählen und umräumen. Was machen wir das für uns, für die Bürgermedienstruktur? Ich glaube, also erstmal, wir nerven niemand, ist auch nichts zu heute. Wir sollten schon auch mal zählen, nicht bloß erzählen, auch zählen, was sind denn Erfolge, aber auch Nicht-Erfolge. Wir sollten schon auch mal uns anschauen, was räumen wir raus und wo machen wir Platz. Aber da ist, glaube ich, viel, viel Spaß dabei, weil wir ja uns neu aufstellen wollen. Also deswegen passt das Thema ganz gut. 30 Jahre Bürgerrundfunk in Deutschland, eine Inventur. Und dieser Grundgedanke, dass Bürgermedien ein demokratisches Instrument sind, und wir haben ja gerade das Umfeld 25 Jahre Fall der Berliner Mauer und diese ganzen Festakte und Bürgerfeste und Ausstellungen. Und da ist es auch gut, sich mit diesem Thema 30 Jahre Bürgerrundfunk zu befassen. Ort und Zeit, gut, jetzt liegen der Bahn nicht so sehr, aber Ort und Zeit sind gut gewählt.
Lassen Sie mich deswegen diese 30-jährige Entwicklung, und ich habe eben noch mal gefragt, habe ich jetzt meine Zeit oder soll ich einholen, weil wir ein bisschen später begonnen haben und ich habe mir zumindest diese 20 Minuten gegeben. Lassen Sie mich diese 30-jährige Entwicklung kurz würdigen. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben ja wie gesagt BFR auch hier im Land, in der Stadt. Da gibt es, wir haben es ja gerade gehört, auch Sender, die für sich auch eine etwas ältere Tradition reklamieren, aber damals noch ohne Zulassung. Und ich glaube, deswegen ist es auch berechtigt, wie wir das heute auch hier würdigen wollen. Seit 1984 hat sich, ich finde, eine sehr bunte Rundfunklandschaft, Bürgerfernsehlandschaft, Radiolandschaft herausgebildet. Mehr als 140 offene Kanäle, NKLs, Campusradios, Ausbildungskanäle, mehr als 140. Ich sage das auch immer in der DLM, wo natürlich, ich sag mal, die RTLs, die Sat1, die ProSiebens, die KDGs, wenn es jetzt um andere Player geht, ganz wichtig sind und natürlich auch große Riesenprobleme und Fragestellungen verursachen. Aber nochmal gesagt, 140 Sender mit vielen, vielen Menschen, Akteuren, Engagierten, die gestern, heute, mit Sicherheit auch morgen in diesen Bereichen arbeiten werden, das spricht dafür, dass man das nicht nur würdigt, sondern dass man sich gut Gedanken macht, das machen wir auch, denke ich mir, dass man sich gut Gedanken macht, wie man hier immer wieder auch zukunftsfähig das Ganze auf die Schiene heben oder weiterentwickeln kann. Chancengleicher, unzensierter Zugang zu Hörfunk- und Fernsehstudios, terrestrisch oder Kabel, viel auch im Internet. Und die Verbreitung erfolgt ausschließlich natürlich im üblichen Rahmen dann lokal und regional. Ich finde, die Entwicklung kann sich sehen lassen. Lassen Sie uns mal so 4, 5 Themenfelder durchgehen und schauen, ob wir abgerechnet einen Strich dran machen können und es geht weiter. Erstens, Partizipation der Bürgerinnen und Bürger. Bürgermedien leisten einen deutlichen Beitrag zur Partizipation und Artikulation der Bürger. Das ist, ich finde, das ist die Kernaufgabe der Bürgermedien. Und sie dienen der Gesellschaft als demokratisches Instrument, indem sie den freien, unmittelbaren Zugang garantieren. Und neben dieser Form von Teilhabe am Willensbildungsprozess können alle Bürger mit der Produktion Erfahrungen sammeln. Ich sage es immer auch in den Diskussionen, klingt dann immer so ein bisschen wissenschaftlich, aber Bürgermedien sind die Partizipationsmedien der Zivilgesellschaft, auch in der Zeit des Internet. Zivilgesellschaft ist als dritter Sektor demokratischer Gesellschaften den beiden Bereichen Staat und Privatwirtschaft und Wirtschaft gegenübergestellt. Es liegt auf der Hand, dass die Zivilgesellschaft in diesem Sinn aktiver Kern eines demokratischen Gemeinwesens ist und hier liegt ja gerade Leben und Alltag der Menschen und hier wird ja erstmal das alles rechtfertigt und diskutiert, worum es geht. Ich will also nicht die Bürgermedien überhöhen, aber will schon deutlich machen, dass wir das seit 20, jetzt 30 Jahren eine Szene haben, wo plötzlich Diskussionen stattfinden können, die, wenn man sich das überlegt, wo haben sie denn vorher stattgefunden? Die Zeitungen, aber die sind eben auch deutlich am Niedergang. Ein guter Teil ist Qualitätsjournalismus da, im Argen oder zumindest ihm zu verbessern. Und das ist ein guter Teil Bürgermedien hier, das haben alle akzeptiert, nicht weil das jetzt gerade live im Radio war oder im Fernsehen und nicht weil da vielleicht gerade auch entweder der Moderator oder ein Akteur des Bürgersenders vor Ort war. Dass Bürgerradios in dieser Stadt, in dieser Region eine sehr wichtige Bedeutung hat. Und wenn man das erlebt, dann weiß man, dass Bürgermedien, und es war in 8 Städten über 2,5 Jahre, und gestern wurde es uns nochmal deutlich gemacht, dann weiß man, dass man auch für so etwas gut kämpfen soll und muss. Bürgermedien sind also mit den Konkurrenten, die sie hier haben und die sie auch nutzen können, es wurde auch da gesagt von Professor Wimmer, fünfte Gewalt. Die Bürger selbst sind die fünfte Gewalt. Die können, natürlich können sie bloggern und twittern und alles mögliche, machen wir ja alle, die meisten. Aber sie können, und das hat auch vielleicht auch eine Relevanz irgendwie, wenn man was ganz Schlimmes twittert, wird es ganz schnell wieder neu getweetet. Aber die Bürgermedien haben die Chance, eben relativ schnell auch massenmedial aktiv zu werden. Und er sagte, Bürger haben dort auch die Chance, als fünfte Gewalt deutlich aktiv zu werden. Und vielleicht wird es aber so sein, wir haben vor, ich glaube, 10 Jahren mal eine Tagung gemacht mit allen Bürgersendern in Thüringen. Ich versuche das, ich will jetzt gar nicht so Thüringen überhöhen, will bloß klar machen, dass es halt bei uns jetzt auch praktisch auch das gelebt wird und wir auch die Diskussionen ja führen. Und haben Professor Krotz, der war eine Zeit lang in der Uni Erfurt, jetzt ist er in, ich glaube, Bremen, und der hat auch deutlich gemacht schon damals, wenn Bürgermedien es schaffen, im Netz das Netz noch so deutlich auch zu nutzen, wie es noch nicht
überall, aber schon deutlicher, viel, viel deutlicher möglich ist, dann werden vielleicht mal irgendwann auch Bürgermedien zu Bürgernetzen, nicht im Sinne von technischen Netzen, sondern viel, viel stärker der Ort, wo sich Gruppen, Menschen, individuelle Interessen, aber auch globalere oder gemeinsamere dann finden und austauschen und dann in verschiedenen Wegen dann quasi auch den Weg suchen und dann auch wieder Politik gestalten können. Es hat also alles begonnen und die Bürgersender haben ja auch Mediatheken und alles mit den ganzen Auftritten in den sozialen Netzwerken und YouTube-Channels, da denke ich, eine tolle Entwicklung genommen. Aber finde, da muss man noch ein bisschen dran, aber da ist noch viel drin. Aber wie gesagt, das ist gar kein Vorwurf an die Bürgermedien, das ist eher ein Vorwurf, finde ich, ein bisschen, naja, Vorwurf, das ist eine Erwartungshaltung an eine demokratisch verfasste Gesellschaft, dass da noch viel Luft drin ist, wie sich das Netz bei allen Gefahren des Netzes natürlich, also wieder ein Thema Medienkompetenz, aber noch entwickeln wird. Zweit, also, ich finde, wenn man ehrlich ist, das Thema Partizipation, da kann man sagen, Auftrag erfüllt. Jetzt gehen wir zum nächsten Lager, zum nächsten Regal. Medienvielfalt durch Bürgermedien, es geht um die Inhalte. Wie ist es bei den Inhalten? Ich sage Ihnen ganz offen, um gleich schon mal einen Haken zu machen, da ist auch Vielfalt gegeben. Klar, zentrales Argument und alles, worum es sich dreht bei Bürgermedien, ist das Programm. Da hätte ich jetzt mit diesem Satz vielleicht vor 10, 15 Jahren noch mehr Widerspruch erlebt, als, jetzt kommt ja kein Widerspruch, aber als man vielleicht erleben dürfte, weil natürlich bei offenen Kanälen es kein Programm gibt, klar. Schlange und so weiter, damals noch 15, 20 Jahre, noch viel mehr. Aber alle versuchen ja immer stärker Relevanz und auch Zuspruch zu erhalten. Und wir versuchen ja alle, dass in diesen, oder erleben ja alle, dass in diesen Inhalten, die uns präsentiert werden, man nicht nur einfach zusammenstellt, sondern man auch wirklich versucht, programmliche Formen zu realisieren, teilweise natürlich noch viel, viel intensiver, als man das jemals hätte glauben können. Deswegen denke ich mir, das, was wir hinbekommen haben, Relevanz, das ist genau das, was auch durch Vielfalt und durch programmliche Themen, die wir da vor Ort finden, auch gewollt war. Die Herausforderung ist vor allem, Programme systematisch zu entwickeln, Qualität zu verbessern. Das wird in Zukunft ein spannender Prozess, der ja von Ehrenamtlichkeit und Freiwilligkeit geprägt ist. Das ist ja eigentlich das größte Problem überhaupt. Wie kriegt man, Teile von uns, die sind hier jetzt hauptamtlich hier, wie kriegt man jemanden dazu, der tagsüber in der Schule ist oder im Betrieb, der Rentner ist und mit seinen Kumpels auch gerne am Rhein entlang spazieren geht vielleicht oder woanders. Wie kriegt man so jemanden dazu, die Hausfrau, die Mutter, die junge Studentin, was zu machen für andere? Nicht bloß damit man sie, das können sie nämlich ganz einfach machen, da gibt es mittlerweile sogar Apps, kleiner Film, Oma, guck mal, ich war jetzt gerade in Berlin 3 Tage und das habe ich da gesehen. Nee, aber wirklich zu sagen, ich möchte was damit vermitteln, wie kriegt man die dazu? Ehrenamtlichkeit und Freiwilligkeit. Die Bürgermedien haben konsequent programmliche Alleinstellungsmerkmale erarbeitet und die sind, ich finde, das ist auch wirklich das, was sie ausmacht und was sie abgrenzt von öffentlich-rechtlichen und privaten Angeboten, geprägt von Lokalität, Authentizität, Direktheit, Betroffenheit, Aktualität, oft auch dokumentarischer Charakter oder auch experimentell, kulturelle Offenheit, Vielfalt, Zielgruppenorientiertheit jenseits des Mainstreams. Mit diesen Dingen, die für den großen Sender, die für erschreckenden Themen sind oft, manchmal dürfen sie es auch nicht lokal, dürfen sie ja oft gar nicht werden so sehr, auch wenn ich sehe, dass mittlerweile der WDR teilweise runterbricht in Strukturen, wo ich denke, ist das hier noch ein landesweites Programm, aber das ist ein anderes Thema. Ich denke schon, dass wir diese Chance des lokalen Kulturraums darzustellen genial nutzen können und sollen und auch erfolgreich machen. Programmanalysen der Medienanstalten dokumentieren diese Entwicklung. Und ich habe gerade letztens wieder die Tage, also Bausemann sagte mir gestern Abend, ja, seit ich 8 Jahren bin ich Oberbürgermeister, ich glaube 8 Jahre ist er jetzt, sagte, ich gehe jeden Monat einmal zum Bürgersender. Das habe ich mir auch vorgenommen, habe ich damals auch versprochen, wurde gefragt vorher, aber ich habe viele Gründe, Versprechen auch ein Stückchen zu relativieren. Ich sagte, ich mache das nicht, weil ich das versprochen habe. Ich mache das, weil ich dort auch nicht bloß jetzt rausposaunen kann, wie meine Politik ist. Da hat er nämlich ganz schöne, heftigen Sparringspartner. Ich kann dort Politik auch erklären und kann mich auch stellen, diesen Themen. Anders als in der Zeitung. Oder letztens hat wir haben zum Beispiel bei uns einen Sender in Thüringen, und haben eine große Zeitung, die einem großen Verlag, der die andere Zeitung auch besitzt, mehr oder weniger in Thüringen, das ist eine besondere Situation. Und der politische Redakteur sagte, ich erzähle euch jetzt mal was.
liebe Zuhörer, im Interview, das dürfte ich so nicht schreiben. Oh, interessant. Da gehen nicht bloß die Ohren hoch, da klickt man dann auch ganz schnell nochmal in die Mediathek und hört sich das an. Und ich habe letztens den Sergej Lochthofen getroffen. Manche kennen den, ist so ein bisschen die Stimme der neuen Länder gewesen in den letzten 20 Jahren, weil er auch oft da als Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen sehr, sehr prominent und auch redegewandt immer die Themen dargestellt hat. Und er sagte, er hat jetzt ein Buch geschrieben über die Medienentwicklung der letzten Jahre, ist übrigens auch Kolumnist in einem Radio, einem Bürgerradio, hat auch schon vor 10 Jahren gesagt, das muss man nutzen, diese Welt. Und er hat dann also sein neues Buch über diese Medienwelt, macht jetzt ein bisschen Werbung, Grau heißt es, sehr interessant, veröffentlicht hat. An dem Morgen ist er zum Bürgersender gegangen und hat es dort dargestellt und dann später erst zu den großen Privatradios und Sendern. Ich will jetzt nur so deutlich machen, das ist alles nicht, manche machen es ja gerne tief und sagen, ja, Bürgerradio, Bürgersender, Bürgerfernsehen. Das ist schon was, wenn es eine Relevanz entwickelt, wenn programmliche Aspekte drin sind, das hat schon eine Kraft. Hat eine Riesenkraft und die darf man nicht unterschätzen. Ich will es auch nicht überschätzen. Aber ich habe auch mal früher einige Erfahrungen gesammelt in den großen Öffentlich-Rechtlichen, auch privaten Sender. Und dort sind auch Menschen, die sich gerne überschätzen ihre Bedeutung. Und so gesehen, finde ich, sollte man ruhig selbstbewusst für die, die das regulieren, finanzieren, unterstützen und auch machen, selbstbewusst in diese Diskussion gehen. Imhoff, Kurt Imhoff, der Schweizer Kommunikationswissenschaftler, war glaube ich auch hier schon öfter Thema in diesem Kreis, dieses Wort von der Ausfallbürgschaft geprägt. Er hat gesagt, ich zitiere das so ein bisschen, weil er ja auch weiß, wie sich jetzt gerade Zeitungen verändern. Ja, wenn man das sieht, wie viele Zeitungsredaktionen zusammengelegt werden vor Ort, wenn man sieht, wie viele Redakteure, wir erleben das gerade, ja, ich nenne das Wort fluchtartig nicht, aber rausgehen aus Redaktionen, weil sie woanders vielleicht bessere Jobs haben, weil die auch schlecht oder nicht so bezahlt werden, wie sie erwartet werden oder andere Gründe sind, dann ist plötzlich da ein gewisses Vakuum. Und er sagt, die Ausfallbürgschaft müssen die Bürgermedien überall da übernehmen, wo professionelle Mediensysteme den Lokal- und Regionaljournalismus nicht mehr sichert. Und hier springen die Bürgermedien eine Lücke, die der Markt hinterlassen hat. Bürgermedien erfüllen in dieser Lücke dann die Funktion der Öffentlichkeit im lokalen und regionalen Raum, ohne die die Demokratie nicht auskommt. Das, ich glaube, schmückt uns jetzt als Akteure oder als Unterstützer dieses Systems, hat aber auch eine Riesenverantwortung. Aber ich denke, Vielfalt, Haken, nächstes Regal. Nicht so viele sind es nicht mehr, keine Angst. Relevanz der Bürgermedien. Reichweiten. Ich sage Ihnen ganz offen, ich glaube schon, gut, da ist immer noch Luft, aber Erwartung erfüllt. Bei der Bewertung der Leistungsfähigkeit der Bürgermedien ist eben auch die Relevanz entscheidend. Nach Schätzungen schalten täglich wohl mehr als 1,5 Millionen Radiohörer und Fernsehzuschauer ihre Bürgersender vor Ort ein. Mehr als 1,5 Millionen. Und aktuell belegen mehrere Reichweitenstudien. Und man muss die immer wieder auch mal nennen, weil es gibt ja auch viele, die sagen, ach, komm, also das hört doch keiner. Das guckt doch, wer guckt es denn? Verrückterweise sagen das meistens, soll die selbst nicht gucken können und dann aus dem Hörensagen irgendwie so etwas für sich mitnehmen. Aktuell, zum Beispiel in Niedersachsen, mehr als 600.000 Menschen, wurde dort ermittelt, hören und sehen die lokalen Bürgersender. Die 600.000 gehören zum weitesten Seher- und Hörerkreis, hat der letzten 2 Wochen rezipiert. 20% beim Radio, 13% beim Fernsehen. Warte, also ich denke, man kann schon sehen, da gibt es schon ganz schön Zahlen, die auch stolz machen dürfen, ruhig. Sachsen-Anhalt, haben Sie ja hier schon gehört, was da auch an erfolgreichen Sendern und Leuten, Akteuren aktiv ist. Mehr als 400.000 Personen empfangen in Sachsen-Anhalt Bürgermedien. Knapp 150.000 sind im weitesten Hörer- und Seherkreis zuzuordnen. Jeden Tag 40.000 schalten sie ein. Das ist schon deswegen auch beachtlich, weil die kämpfen natürlich gegen diese ganzen DSDS und Koch und Kram und so weiter. Und das finde ich schon gut und wichtig und zeigt, dass hier Relevanz entstanden ist. Thüringen, wir haben das gerade letztens wieder untersuchen lassen, leider nicht in der Größe und in der Intensität, wie das die Niedersachsen, die da deutlich auch Geld in die Hand nehmen, machen können, kennen 750.000 Einwohner einen Bürgersender, 400.000 können ihn empfangen und ein Drittel gehört hier auch zum weitesten Seher- und Hörerkreis. Natürlich ist da noch also Luft wieder, Off-Air-Promotion. Also da muss noch ein bisschen Platz in dem Regal gemacht werden, da muss noch ein bisschen vielleicht getan sein und werden.
aber da passiert auch sehr, sehr viel. Da können wir auch übrigens voneinander lernen, aber ich denke auch bei dem dritten Regal Haken dran. Viertens, Aus- und Fortbildung und Medienbildung. Ich werde Sie nicht überraschen, ich stehe auch für den Bereich Medienkompetenz. Da ist der Auftrag, finde ich, auch erfüllt. Für nicht wenige der vielen Ehrenamtlicher sind die Bürgermedien eine Talentschmiede. Ungezählte Praktikantinnen suchen erste Berufsorientierung. Eine steigende Anzahl von Auszubildenden wählt ganz bewusst Bürgermedien als Ausgangspunkt der beruflichen Karriere. Ich habe letztens ein Radio, ich höre Radio, wenn ich Sport mache oder im Auto oder Zug fahre, meistens über Podcasts. Und dann habe ich einen Podcast gehört, einer Sendung aus Bayern. Und da hat der von mir sehr geschätzte, auch übrigens Weimarer und toller Tatort-Kommissar Christian Ulmen, ein Interview gegeben. Und dann mittendrin sagt er, also wenn ich ehrlich bin, ich bin ja nur durch Zufall in den Medien gelandet. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen. Sagt er, naja, ich war mit 12, 13, der ist da irgendwie, glaube ich, in Neuwied oder wo aufgewachsen, war nach Hamburg, glaube ich, gezogen. Und er sagt, ich habe in Hamburg beim offenen Kanal, seit ich 12, 13 war, bin ich da hingedackelt. Und habe da Sendungen gemacht, Musiksendungen ohne Ende. Schräg, aber immer wieder. Und irgendwann war das so, dass ein finnischer Talentscout des neu gegründeten Senders MTV, der genervt war, der musste im Hotel übernachten, ich glaube, da war ein Streik vielleicht auch, der klickte so durch und er wusste vom Hotelmanagement, dass BBC auf einem Kabel drauf ist. BBC teilte sich aber mit dem offenen Kanal diesen Kabel. Und er klickte und suchte und fand es nicht und kam er zurück auf diesen und kam zum dem, den er suchte und dann war plötzlich der Christian Ulmen da, der 18-Jährige oder so, oder 19, und machte eine extrem wohl schräge Musiksendung. Und dann sagte er, das Verrückte war, also er hat es ja nicht gewusst, dass er das sieht, der Typ sieht das und schickt dann am nächsten Tag einen Fax ihm über verschiedene Wege, kommen Sie mal nach London, wir möchten mal mit Ihnen reden. So was in der Art könnte man sich nicht vorstellen bei MTV. Und er ist dann zu MTV gekommen, hat dort angefangen. Und dann begann eine große Karriere. Das ist jetzt nur einer von bestimmt tausenden Beispielen, die natürlich genauso auch bei vielen lokalen Fernsehsendern, die kommerziell sind oder bei anderen waren. Und viele enden auch dann vielleicht tragisch, wie ich habe auch mehrere Hospitationen gemacht und muss dann als Jurist woanders arbeiten. Aber es ist schon so, dass wir da als Verantwortliche, Sie oder Akteure in den Bürgermedien, wahnsinnig viel dafür tun, dass Menschen sich außen fortbilden und Berufsorientierung bekommen. Oh, dann muss ich mich schneller machen. Dann mache ich das Regal jetzt im Laufschritt. Es gibt also nur wenige, die vergleichbare Einrichtungen anbieten. Und ich denke auch darüber hinaus viel lernen mit Organisieren, mit Management, mit Internetauftritt, Musikablaufpläne, Kontaktpflege. Wir haben also die Ziele sind Qualifizierung des journalistischen Nachwuchses und Vermittlung von Medienkompetenz. Und das wird erfüllt. Ich würde das jetzt gerne, aber vielleicht auch in der Diskussion noch mal ein bisschen ausführen. Aber das ist, glaube ich, auch gar nicht so, dass Problem, das wissen wir alle und dass wir auch sehr, sehr viele Preise immer erleben bei den Bürgersendern, Dieter Barge-Preis oder auch beim bundesweiten Wettbewerb Ideen für die Bundesrepublik ausgezeichnet, ist ja nur ein Zeichen dafür. Da wird auch tolle Qualität geliefert. Haken dran, letztes Regal. Qualitätsentwicklung. Ja, das Thema wird angegangen. Also wird schon viel gemacht. Es wurden viele Ansätze erprobt in NRW. Da ist übrigens ja dann trotzdem, dass da Qualitätsentwicklung stärker betrieben worden ist, dann einiges verändert worden, leider, kann man schon sagen. Aber NRW, Hessen, Rheinland-Pfalz, auch in Thüringen ist da im Bereich Qualität sehr viel passiert. Das zu reflektieren, auch ein gut Stück zu so professionalisieren, ist, glaube ich, das Wichtigste, um Transparenz, Offenheit, Partizipation zu hinterfragen. Und das ist das Ziel am Ende, das machen wir jetzt gerade in Thüringen ganz intensiv, ein Qualitätstestal, eine Testierung zu erhalten und das zu verstetigen, also Nachhaltigkeit zu erzeugen. Regelmäßig, sich diese Fragen sich zu stellen, diesen Spiegel sich vorzuhalten, was kann ich besser machen? Im Interesse dieser Zielgruppen und Ziele, die ich habe. Fazit der Inventur war, ist, glaube ich, keine Überraschung, aber es ist schon wichtig, dass man auch weiß nach der Inventur, auch bei Karstadt, es ist noch alles da und wir haben Platz geschaffen und wir sind auch so gut aufgestellt, dass wir die nächsten Kunden, Nutzer und Ideen auch realisieren können und Projekte. Die Bürgermedien sind als dritte Säule, finde ich, eine der wichtigsten Ausdrucksmittel der Zivilgesellschaft. Aber auch die Bürgermedien müssen sich Veränderungsprozessen stellen, müssen Hör- und Sehgewohnheiten, Informationserwartungen, die sich ändern, erkennen, weitere Partizipationsformen entstehen und neue Konkurrenzen mit anderen Medien leben und auch dann nutzen. Und
die rechtlichen und sozialen Rahmenbedingungen, das kostet ja alles zu viel Geld und dafür stehen ja auch die Medienanstalten. Aber das muss man auch finanzieren über andere Formen, über die Kommunen, über europäische und andere Mittel. Sehr viele spannende Ideen gibt es da, aber das ist ja bekannt, die man nutzen muss. Bürgermedien werden vor allem eins sein, denke ich, Institutionen vor Ort. Sie sind es, die lokal bekannt und vernetzt sind. Sie bündeln und bei ihnen bündeln sich die Hoffnungen von oft von Bürgerinitiativen. Gerade über Stuttgart 21 geredet, über die zu Wort kommen und Öffentlichkeit hergestellt wird. Sie arbeiten mit lokalen Institutionen, mit Schulen, mit Jugendzentren, mit Stadtteilkommissionen, mit Stadtteilkomitees, mit Basisorganisationen zusammen. Sie eignen sich als Erfahrungsraum für Kinder, letzte Bemerkung, für Jugendliche, damit sie, das ist jetzt nicht deswegen, damit die irgendwann mal Karriere machen und wie der Christian Ulmen vielleicht uns beim Tatort begegnen, vielleicht auch, aber damit sie einen Erfahrungsraum auch erleben, wie Partizipation und Beteiligung und demokratische Entwicklung und demokratische Meinungsbildung und Partizipation wie insgesamt dann auch realisiert werden kann und das vielleicht sogar noch bestenfalls sozial vermittelt in der Gruppe. Also ich denke, Bürgermedien ist ein Erfahrungsraum, wo man lernt, wie Demokratie funktioniert. Wir, die Medienanstalten, beste Grüße auch von Herrn Brautmeier und Kollegen. Die Bürgermedien werden die Unterstützung der Medienanstalten immer brauchen, wenn sie diese Schritte planen, denke ich schon, um sich auch weiterzuentwickeln. Und für diese Hilfestellung setze ich mich, Sie haben es ja auch schon gesagt, ein. Und da kann man eigentlich nur noch eins sagen am Schluss, damit 27 Minuten ad multos annos, viele Jahre. Und ich hoffe, dass wir die 40 Jahre mit Ihnen, aber vor allem mit ganz spannenden und neuen Ideen und mit tollen Bürgermedien feiern können. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Fasko. Jetzt kommen wir zum ersten Punkt, aber bevor wir dazu kommen, schnell, Herr Ruder möchte noch eine kurze Information hier einbringen. Ja, wirklich ganz kurz. Es ist ja wichtig, sich vor so einer Begrüßung Stichpunkte zu machen, aber es ist viel wichtiger, die Stichpunkte dann auch auszuführen. Und die Tatsache, dass wir hier jemanden als stillen Beobachter gewinnen konnten, heißt eben nicht, dass man stillschweigend das zur Kenntnis nimmt. Also, ich begrüße nochmal ganz, ganz herzlich Professor Dr. Ulrich Petzold. Er hat die ehrenvolle, vielleicht schwierigste Aufgabe von uns allen. Er soll alles, was heute Nachmittag, morgen Vormittag passiert, zusammenfassen, bündeln und dann als Input den Politikerinnen und Politikern bei der abschließenden Podiumsdiskussion quasi mit auf den Weg geben, sie damit konfrontieren. Das wird er selber machen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, Herr Dr. Petzold oder Professor Petzold, heute Abend wird der eine oder die andere auf Sie zukommen. Das müssen Sie den Politikern morgen unbedingt mit auf den Weg geben, aber darauf sind Sie vorbereitet. Danke nochmal, dass Sie sich da zur Verfügung gestellt haben. Und jetzt geht's weiter mit Thüringen. Ja, ganz kurz. Also ich glaube, man muss nach der wunderbaren Einführung von Herrn Fasko Thüringen selbst nicht mehr vorstellen. Aber jetzt sieht man das Best Practice. Zunächst Herr Dr. Ritter, er ist der Referent für Bürgermedien in der Medienanstalt. Und als weitere Frau Reinhöfer von UK Gera. Den dritten von Radio Lotte haben wir auch. Radio Lotte bekannt durch bundesweite Aktivitäten, nämlich Radio Lotte war der Bürgermediensender, der beim NSU-Prozess einen Sitz in München ergattern konnte, vor vielen klassischen Medien. Auch darauf sind wir gespannt. Bitte, Herr Dr. Ritter. Danke, Herr Schurig. Wie sieht es mit der Zeit aus? Sie sollen ja streng darauf achten. Haben wir eine Dreiviertelstunde? Sollen wir was rausholen? Bitte, wenn Gut, Sie das, also das schaffen können, wir haben also nicht 45 vielleicht Minuten. Auch 20 Minuten oder also, so. Also das ist perfekt. Also wir machen aus den 45 Minuten 20. Nein, das schaffen wir natürlich nicht. Aber wir werden versuchen, sage ich mal 35 Minuten statt 45. Da holen wir schon mal 10 Minuten wieder raus. Wir sind jetzt zu dritt. Wir hatten jetzt geplant, jeder 10 Minuten. Und dann ein Stück weit Diskurs. Und jetzt habe ich noch 9,5. Ich habe ein bisschen im Programm nochmal geschaut gehabt, das war ganz spannend. Die Berliner haben ja so einen Titel vom offenen Kanal zu Alex in dem Sinne und an sich ändert sich bei uns so ein bisschen aus gegebenen Anlass. In Thüringen hat sich das Mediengesetz geändert, so ein bisschen auch der Titel, weil wir auch ein Stück Inventur nach hinten schauen, aber auch ich ein bisschen mal sagen möchte, was denn jetzt eigentlich uns in der nächsten Zeit erwartet. Weil man kann sagen, das Jahr 2014 ist einfach ein Wendepunkt in Thüringen. Es wird ab dem Jahr 2016, wir haben im Jahr 2015 dann die Umwandlung, ab dem Jahr 2016 im Großen und Ganzen
von der Struktur her nicht so sein, wie es noch zum heutigen Tag ist. Das kann man versprechen. Deswegen kurz den Rückblick zur Inventur. Ich habe bei uns im Bücherregal geschaut, Herr Fasko hat es ja auch getan, hat er vorhin gesagt. Wir hatten nämlich zu jedem Step, den wir im Bürgerrundfunk in Thüringen hatten, eine Publikation. Das ist ziemlich klasse, da kann man so ein bisschen reinschauen, ein bisschen rausnehmen. Da muss ich an Frau Jenige denken, da hatte ich mich auch die Publikation wieder zugefunden zu 25 Jahren BOK, wo ich dann auch wieder reingeschaut habe, wo wir quasi im letzten Jahr waren. Und wir hatten nach 5 Jahren Aufbau und Konsolidierung der Bürgermedien, nämlich 2004, das war im Jahr 2004 eine Publikation herausgegeben, die hieß Formenreichtum als Erfolgsprinzip. Und genau dieser Titel traf die bisherige Struktur, dass es hinsichtlich der Bürgermedien in Thüringen ja alles möglich war. Es gab nicht kommerzielle Lokalradios, es gab Hochschulrundfunk sowohl im Radio und Fernsehen, es gab offene Kanäle sowohl im Radio und Fernsehen, das Ganze in Vereinsträgerschaft, das Ganze in Trägerschaft der Medienanstalt. Der Gesetzgeber hat gesagt, wir probieren mal alles aus. Und genau dieses alles Ausprobieren ist quasi auch analysiert worden und man muss auch sagen, auch die Modelle haben für sich gesprochen auch funktioniert. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, einer hat besser funktioniert, einer hat schlechter funktioniert. Kann man so nicht behaupten. Das Spannende ist aber, und das kam in der Studie 2004, die hier auch zu sehen ist, die auch alle bei uns kostenlos auf der Homepage auch runterladbar ist, wenn man nachgucken möchte. Es ist aber auch eins rausgekommen, dass quasi schon recht schnell ein Konvergenzprozess eingesetzt hat. Das hieß nämlich, dass in der Erfüllung der Aufgaben man gar nicht so eine richtige Trennung machen konnte nach den Modelltypen. Es hat ein offener Kanal im Radio nicht wirklich extrem anders funktioniert als ein nicht kommerzielles Lokalradio. Ganz im Gegenteil, es gab sehr, sehr viele Überschneidungen in diesem Hintergrund. Und dieser Punkt, dass das halt Tatsache war, dass das auch zu Diskussionen geführt hatte, weil natürlich auch andere Fördersummen dranhingen, andere Möglichkeiten, andere Rahmenbedingungen dranhingen, hat uns dann ab dem Jahr 2004 in Thüringen doch intensiv beschäftigt, nämlich in Diskursen. Wie gehen wir damit um? Und diesen Diskurs haben wir geführt, das ist ganz spannend, intensiv ab dem Jahr 2008. kam auch so ein bisschen damit zusammen, dass Herr Fasko 2007 quasi auch Direktor geworden ist, auch mit Recht dann natürlich viele Sachen an Strukturen auch hinterfragt hat, sich vieles hat erklären lassen und dann auch viele Fragen gestellt hat, die auch die Bürgersender gestellt haben. Wieso ist es denn so, so und so und nicht auch so, so und so? Und am Ende haben wir genau einen Prozess gestartet, der eben jetzt zu Veränderungen geführt hat, wo wir genau diese Fragen im Team mit den Bürgersendern, ich kann sagen, heftig diskutiert haben, wirklich heftig diskutiert haben, über mehrere Jahre. Flankiert wurde, und das möchte ich gar nicht ausklammern, das Ganze noch von einem zweiten Prozess. Und zwar ist das, den kennen wir alle, ungefähr 2007, 2008 intensiv geführt. Haben Bürgermedien überhaupt noch eine Relevanz? Es gibt ja das Web 2.0. Wenn man da mal ein bisschen wirklich mal zurückguckt in den Jahren, wie viele Workshops, wie viele Fachtagungen wir zu diesem Thema gemacht haben, alle zusammen, Web 2.0 und die Relevanz der Bürgermedien, brauchst du das noch, hatten wir in Thüringen ganz genauso durchgeführt, den Step haben wir dann am Ende auch publiziert, war das eine bewegte Zeit. Es sind nämlich die Bürgermedien wirklich in Frage gestellt worden. In Thüringen haben wir mit einer Publikation mit Herrn Krotz, Herr Fasko hat es angesprochen, analysiert, kann denn Web 2.0 quasi Bürgermedien ersetzen? Am Ende kam heraus, als man die Nutzungsmotive der Radio- und Fernsehmacher erforscht hat, nein, das können sie nicht. Aber es macht Sinn, Herr Fasko hat das auch angesprochen gehabt, dass die Bürgersender sich natürlich die Möglichkeiten einfach bedienen und somit auch Zielgruppen erweitern. Das ist das, wenn man heute schaut, bei allen Bürgersendern bundesweit, alle nutzen quasi das Internet zur Erweiterung ihrer Möglichkeiten. Und das ist auch richtig so und das ist auch gut so. Das war so flankierend, das hat uns in der Zeit ziemlich beschäftigt. Und dann ist das, wie gesagt, 2008 ist es mit dem Leitbildprozess gestartet und 2009 intensiv losgegangen. Da kann ich mich noch sehr, sehr gut an eine Fachtagung erinnern des BVBAMS. 2009 im März im Rahmen der CeBIT. Da ging es um Qualität in Bürgermedien. Und damals hatte mich persönlich ein Referat von Herrn Schäfer sehr begeistert, der nicht der Einzige war dort, der Qualität nicht definiert hat, sofort an journalistischer, publizistischer Qualität, sondern der gesagt hat, schauen wir uns doch mal die Qualität der Organisationen an. Die Organisationen vor Ort, die Sender in ihrer großen Vielfalt. Und das hatte uns damals bewegt, quasi mit ihm einen langen Prozess zu gehen, mit allen Bürgersendern diesen Diskurs zu führen, der Organisationsentwicklung der Sender. Da wurde immer auf die Organisation geschaut, mit ihren Aufgaben. Dahingehend, dass zum Jahr 2010, am Ende 2010, dem Gesetzgeber von der Medienanstalt und in Kooperation mit allen Bürgersendern in Thüringen, dort ist es auch in den Vereinen gewesen, quasi ein Vorschlag gemacht worden ist, strukturell die Bürgermedienlandschaft in Thüringen zu verändern.
keine offenen Kanäle mehr zu haben, keine nicht kommerziellen Lokalradios mehr zu haben, sondern es dafür Bürgerradios in Vereinsträgerschaft. Und die Medienanstalt mit ihren bisherigen beiden Institutionen, ihren beiden offenen Kanälen, entwickelt sich zu einem Medienbildungszentrum weiter, wo aber auch noch Bürgerfunk stattfindet, vor allem in Gera mit Fernsehen. Ute wird darauf dann auch ein bisschen eingehen. Das Ganze, das ist eine ganz spannende Geschichte, lag 4 Jahre, nicht ganz, also es lag 4 Jahre in der Staatskanzlei, wurde aber natürlich im politischen Diskurs heftig auch weiter diskutiert. Hat, ich habe nochmal nachgezählt, Herr Fasko weiß das natürlich aus dem eigenen Erfahren, 4 Minister/Staatssekretäre überlebt. Spannende Zeit in Thüringen gewesen und ist in diesem Jahr im Sommer verabschiedet worden. Mit dem Ergebnis wirklich, 2016 wird die Bürgermedienlandschaft, weil 15 finden die ganzen Lizenzierungsverfahren statt, bei den Bürgersendern haben momentan jetzt auch große Diskurse in den Sendern eingesetzt, wie gehen wir mit den neuen Bedingungen um. Shanghai Dringer wird vielleicht schon von ein bisschen erzählen, die auch vor ein paar Wochen so eine Klausur haben, wird es Bürgerradios in Vereinsträgerschaft geben und quasi das Thüringer Medienbildungs- und das Thüringer, und das Thüringer Medienbildungszentrum der TLM in Gera und in Erfurt. Inhaltlich wird es neben der Organisationsentwicklung einen ganz großen Punkt geben, auf den wir uns konzentrieren. Und das ist Lokalpublizistik. Das ist ein Bestandteil des neuen Modells, wo man gesagt hat, es gibt einen Funktionsauftrag von 3 Aufgaben. An erster Stelle steht die lokale Publizistik, diese zu fördern, diese zu stärken. Zweitens ist die Medienbildung benannt. Drittens natürlich auch der chancenfreie Zugang, die Partizipation. Und diese Lokalpublizistik, die nun an erster Stelle steht, wo man auch, wenn man die These von Imhof einfach weiterführt, es ja auch einen Bedarf dafür gibt. Es gibt diese weißen Räume, in die man publizistisch vor Ort reingehen kann, weil sie momentan nicht bedient werden. Und diese Aufgabe zu erfüllen, haben wir uns momentan alle gestellt, indem wir aus einem Organisationsentwicklungsprozess oder einem generellen Organisationsentwicklungsprozess einen zweiten Prozess daneben stellen, und der ist des Redaktionsmanagements. Das heißt, dass man eben sagt, lokale Publizistik ist kein Zufallsprodukt von denjenigen, die einfach mal kommen und die man dann irgendwie zusammenstrukturiert, und das wird das Programm sein, sondern dass man eben lokale Publizistik systematisch in jedem Sender nach einem eigentlich schon definierten Verfahren, was über eine andere Ausprägung haben kann, aber definierten Verfahren quasi einsetzt. Das ist spannend. Also. Und das ist das, was uns die nächsten 2-3 Jahre intensiv beschäftigen wird. Genau zu sehen, wie kann man mit Ehrenamtlern quasi Redaktionsmanagement machen. Da liegt ja die Betonung auf Ehrenamtler. Da müssen wir nicht neu anfangen, das ist das Gute. Die Schweizer haben das Ganze vor 8 Jahren begonnen. Vincent Wyss, Professor in Zürich, hat das in 2 Wellen für alle Bürgersender der Schweiz durchgeführt. Es liegen die Erfahrungen vor. Und wir wollen jetzt in Thüringen versuchen, als Erste systematisch das in Deutschland mal einzuführen. Und wir werden mal sehen, Ute, wo es uns da hintreiben wird. Erste Ideen, ich hoffe, ich habe die 10 Minuten jetzt nicht überzogen, ein bisschen was rausgeholt. Die erste Ideen wird Ute Reinhäufer jetzt noch benennen. Ja, ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen. Ich denke, Sie hören mich. Einigen Kollegen bin ich bekannt, denen ich nicht bekannt bin. Ich leite den offenen Kanal Gera, der sich über die Jahre zum Gera Bürgerfernsehen gewandelt hat und jetzt zum Medienbildungszentrum der Thüringer Landesmedienanstalt weiterentwickelt wird. In Gera, wie gesagt, und ich möchte Ihnen jetzt ein Stück weit etwas über unsere Arbeit vorstellen. Ich weiß, dass viele Kollegen im Raum hervorragende Projekte, hervorragende Redaktionsgruppenarbeit, hervorragende Nutzerarbeit leisten, und insofern war das im Vorfeld dieser Veranstaltung für mich doch etwas schwierig, zu sagen, ja, was stellt man, wie macht man Inventur, um beim Titel der Veranstaltung zu bleiben, für 19 Jahre. Es ist eigentlich schier unmöglich. Ich habe dann tatsächlich mal, was so ja oft so ein bisschen ja eine schwierige Aufgabe ist, dass man innerhalb des Jahres fürs letzte Jahr einen Bericht schreiben muss, diese ganzen Berichte durchgeblättert, was dann natürlich, wenn man an so einem Punkt steht und Inventur machen muss, doch auch wiederum sehr hilfreich ist. Ich weiß nicht, ob ich mich selbst hören muss. Ich frage nochmal zum Mikro oder ob ich einfach weiter weggehen soll. Ist es so okay? Gut. Für die Aufnahmen, dass es dann nicht ständig ploppt. Ich habe eine kleine PowerPoint vorbereitet und hoffe, dass die auch abzufahren geht. Ja.
Unser Redetitel ist ja starke Verankerung in der Region Ostthüringen. Jetzt könnte ich Sie mit irgendwelchen Reichweitenzahlen langweilen. Ich glaube, wir ordnen uns sehr gut dort ein, was Herr Faskopons schon angesprochen hatte, in die 140.000 Zuschauer und Zuhörer, die uns schauen regelmäßig mit 45 Minuten Verweildauer in den letzten 14 Tagen für das Gera-Bürgerfernsehen, denke ich, liegen wir auch ganz gut im Vergleich zu anderen Sendern. Allerdings heißt es ja psychologisch, wer sich vergleicht, wird unglücklich. Das heißt, für uns in Gera war es auch von Anfang an eigentlich immer eine Herausforderung, unser ganz eigenes Maß zu finden für die Dinge, die wir tun. Für uns stand es eigentlich immer nicht in Abrede zu sagen, wir wollen uns nicht auf irgendwelchen Erfolgen ausruhen, sondern wir wollen uns immer wieder auch weiterentwickeln, denn sonst wird es irgendwie langweilig. Ich habe Ihnen hier mal so ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich im Laufe meines Vortrages bearbeiten möchte. Bürgerbeteiligung und in diesem Zusammenhang starke Verankerung in der Region Ostthüringen und also nicht nur die Produzentenperspektive zu haben, also die Menschen zu sehen, mit denen wir arbeiten als Redakteure oder eben als Redaktionsgruppen, sondern auch immer schon diesen Qualitätsbegriff ein Stück weit mit hineinzunehmen und zu fragen, was würde ich denn als Zuschauer auch unter dem Label Vielfalt gern sehen wollen und wie vor allen Dingen würde ich sehen wollen, weil also so dieses ganz klassische OK-Modell haben wir, glaube ich, in Gera in dem Sinne nie gefahren. Da kam uns, glaube ich, auch so ein Stück weit das Glück des Spätgeborenen entgegen. Also wir sind natürlich sehr viel später auf Sendung gegangen, erst 1996. Da hatten die ersten offenen Kanäle im Westen Deutschlands ja schon eine mehr als 10-jährige Erfahrung hinter sich. Und wir haben uns natürlich informiert, was haben die gemacht, was haben die gut gemacht, was ist gut bei ihnen gelaufen, was ist eher nicht so gut gelaufen. Und wir mussten sozusagen bestimmte Fehler nicht wiederholen. Und mir ist damals bei meinen ersten Reisen tatsächlich aufgefallen, dass vieles in diesen ganz klassischen OK-Sendern gemacht wurde, was nicht ganz klassisch OK festgeschrieben war. Denn die sind den Bürgern ganz, ganz sehr weit entgegengekommen mit Anleitung und Unterstützung, wo es immer hieß, so ganz am Anfang Hände auf dem Rücken zusammenbinden und möglichst überhaupt keinen Einfluss nehmen auf das, was der Nutzer, was der Bürger da macht, um ja nicht dieses Recht auf freie Meinungsäußerung in irgendeiner Form zu beschädigen. Aber man kann helfen und man kann anleiten, ohne dem Bürger sozusagen seine Verantwortlichkeit zu nehmen. Und im Gegenteil, in Gera haben wir die Erfahrung gemacht, dass das auch ganz stark eingefordert wurde von den Nutzerinnen. Die haben uns als die Fernsehmacher betrachtet und haben gesagt, zeigt uns, wie es geht, zeigt uns, wie wir unsere Botschaft so verpacken, dass sie auch angenommen wird, dass wir auch mit unserer Botschaft Zuhörer und Zuschauer finden. Also das vielleicht, dann war es uns ganz wichtig, auch natürlich zu schauen, was wird von unseren Bürgern mehr oder weniger in das Programm eingebracht. Ich bringe jetzt auch diesen Begriff des Programms, denn ganz lange durften wir ja kein Programm haben. Wir hatten ja nur Beiträge nach dem Prinzip der Schlange. Aber der Fernsehzuschauer, der draußen sitzt, hat bis heute zum 10. nicht begriffen, dass wir anders funktionieren, weil das, was wir machen, natürlich auch eine gute Qualität erreicht hat. Also es ist so, dass beispielsweise wir sind ja ein Sender, der in ganz Ostthüringen ausstrahlt. Also wenn ich Gera sage, dann ist es das nicht nur, sondern es gab, glaube ich, drei oder vier, Herr Fasko, berichtigen, korrigieren Sie mich, oder Martin Ritter, von lokalen privaten Fernsehveranstaltern, die wir natürlich als Land fördern, aber einfach Fuß zu fassen in der Region. Sie haben es nicht geschafft, weil es uns gab. Also einfach, wir waren die Ersten da und wir haben uns eben ständig entwickelt und haben lokale Informationen von Anfang an neben der Partizipation sehr, sehr ernst genommen. Und die starke Verankerung, muss man dann auch sagen, wir haben natürlich viele, viele Projekte gemacht, die ohne die Trägerschaft der Thüringer Landesmedienanstalt, auch wenn das jetzt vielleicht der eine oder andere Kollege, der in Vereinsträgerschaft agiert, jetzt nicht so gerne hört, da gab es ja dann auch immer durchaus diese Diskussionen der Staatsferne, inwieweit ist man tatsächlich unabhängig, wenn man ein Bürgersender in Trägerschaft einer Landesmedienanstalt ist. Wir haben in Gera da sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, also bis hin, dass wir Projekte, die wir umsetzen wollten, ganz einfach, weil wir auf die Erfahrungen der Kollegen auf Fachtagungen und so weiter zurückgegriffen haben, wie beispielsweise ein EU-gefördertes Projekt, dann eben nicht mit der verwaltungstechnischen Abwicklung beschäftigt waren, sondern das hat dann eben die Verwaltung der Landesmedienanstalt übernommen. Und wir haben über die Jahre mit 6 Mitarbeitern, einem Studiogebäude, eben auch solide Voraussetzungen bekommen, dass wir Bürgerrundfunk im besten Sinne machen
machen können, sehr selbstständig. Und das eben auch mit einer Planungssicherheit. Wir mussten nicht von Jahr zu Jahr bangen, kommt denn das nächste Jahr auch das Geld, sondern es war so, dass wir sagen konnten, wir wollen nächstes Jahr dieses und jenes machen. Und wenn, haben wir uns Partner gesucht, wenn wir gesagt haben, wir wollen darüber hinaus, über die Möglichkeiten arbeiten, agieren. Unsere publizistische Verankerung, wurde gesagt, ist ein Schwerpunkt, auch im offenen Kanal, im Gera Bürgerfernsehen, im Thüringer Medienbildungszentrum soll es auch werden, bleiben, beziehungsweise noch qualifiziert werden, war immer für uns wichtig, der einzelne Nutzer, ganz wichtig, und die Bürgerredaktion. Und das beweisen bei uns die Bürger tatsächlich auch. Also es ist nicht nur so, dass sie kommen und ihre eigene, das, was vor uns gesagt wurde, wir wollen noch mehr, wir wollen, dass Bürger im Ehrenamt sich auch für relevante Inhalte engagieren. Das machen die bereits. Also bei uns gab es im letzten Jahr, wie wahrscheinlich auch in anderen Städten, ein Hochwasser. Die Lage hat sich dramatisch geändert. Jetzt haben wir es 21.30 Uhr. Was hat die Feuerwehr gesagt? Die Feuerwehr sagte soeben, das Wasser steigt noch so 1 Meter, 1,20 Meter und unterm Haus wird gleich evakuiert. Also wenn Sie Zeit haben, kommen Sie nach Tischitz, helfen Sie den Tischitzern. Es ist richtig, richtig wichtig. Vor 3 Tagen hat die Weiße Elster auch in Gera ihre Kraft gezeigt. 3 Tage Katastrophe in Gera. Und die Bewohner von Milbitz und Tischitz sind nahe der Verzweiflung. Von einer Bekannten, Silke Sandschulte, hat mir Bescheid gesagt, du, ich fahre jetzt die Fährte doch weg, es wird zu hoch. Also da ist niemand eingeladen worden, geht mal dahin zu diesem Hochwasser und macht da mal einen Bericht, sondern die standen eben einfach nachts auf der Brücke und haben diese Berichterstattung gemacht, wie auch über die gesamten 3 Tage. Wir haben natürlich unser Programm unterbrochen, mit Laufbändern informiert, und wenn man diese ganzen Beiträge sieht, dann wurde ganz, ganz oft geäußert auf die Frage, wie sie denn erfahren haben, was sie jetzt machen müssen als nächsten Schritt, dann haben die tatsächlich auch den offenen Kanal genannt als Informationsquelle. Und die Bürger waren unterwegs in der Einsatzzentrale des THW, der Feuerwehr, von den Leuten, die einfach da die Dinge, die Hilfsleistungen koordiniert haben. Also insofern im besten Sinne wirklich Bürgerberichterstattung, wo der Bürger sagt, ich gehe natürlich die Themen an, die mich interessieren, aber mich rufen inzwischen Leute an. Ich habe mich jetzt kürzlich noch mal unterhalten mit einem, was so deine Motivation ist. Leute rufen mich an und dann wird das auch zu meinem Thema, und dann ist natürlich auch entscheidend, wie relevant ist ein Thema, also wenn er dann loszieht. Dann haben wir Lernredaktionen. Wir haben irgendwann eben, ich muss sagen, das ist nichts, was wir erfunden haben. Ich habe das alles aus Fachveranstaltungen mit den Kollegen mitgenommen oder eben von Besuchen in Hannover war ich, oder ich war beim AFK München und habe einfach geschaut, wie machen die das da. Dann bin ich auf die Lernredaktion gestoßen, eine Redaktionsbildung, die sich aus Praktikanten und Auszubildenden zusammensetzt. Und bei uns aber immer, und deswegen ich sage, egal was wir tun, immer werden auch ehrenamtliche Bürgerrundfunkredakteure mit einbezogen, haben wir eben eine Newsredaktion gebildet. Am vergangenen Wochenende kamen Porzellanliebhaber in Triptis auf ihre Kosten. Von den 1200 Mitarbeitern, die das Werk zu DDR-Zeiten hatte, sind es heute nur noch rund 100, die die Tradition der Porzellanherstellung in der Stadt fortführen. Herzlich willkommen zu den Veranstaltungstipps. Insekten leben auf 6 Beinen. Ausstellung im Naturkundemuseum. Ja, die Insektensammlung ist wirklich die größte Sammlung im Naturkundemuseum. Es sind ja auch die kleinsten Objekte. In der Landesliga Thüringen konnte sich die BSG Wismut Gera am 8. Spieltag mit 1:0 gegen den SV 1879 Ehrenhain durchsetzen. Das war auch schon das Wetter, und damit zurück an Tobias. Also Sie haben es gesehen, es sind Schüler, Studenten daran beteiligt, und es verbindet eben, glaube ich, im besten Sinne tatsächlich Bürgerbeteiligung, Medienbildung und lokale Informationen. So, dann haben wir, was ein ganz großes Thema ist, wo einfach der Einzelnutzer, was wir gemerkt haben, ganz stark überfordert. Also wir haben natürlich extrem viele Sendungen. Das steht jetzt wirklich auch alles nur stellvertretend, und es sind Ausschnitte, die ich Ihnen hier präsentiere. Ein ganz wichtiges Thema bei uns ist aber die Wahlberichterstattung, und da insbesondere sind es natürlich die Kommunal- oder Oberbürgermeisterwahlen. Also das ist so die Erfahrung. Wir machen natürlich auch Sendungen zu Landtagswahlen, wir machen auch Sendungen zu Bundestagswahlen oder eben zur Wahl des Europäischen Parlaments, aber der Schwerpunkt tatsächlich, der Kommunikative, liegt bei uns im Nahraum. Also da werden wir eingeschalten, da kommen die Politiker ins Haus, da wird wirklich der offene Kanal zu einem Ort, wo sich Politiker, die Zeitungsjournalisten, alle treffen, die Bürger, um halt gemeinsam diese Wahlveranstaltungen zu gestalten.
Und wir selbst setzen aber eben auch, wenn wir merken, also wir haben in dem einen Jahr zur Oberbürgermeisterwahl 23 Wahlsendungen allein aufgezeichnet gehabt. Das waren zum Teil Studioproduktionen, die bei uns gelaufen sind, wo Vereine eingeladen haben, zur Jugendpolitik beispielsweise die Kandidaten Stellung zu nehmen. Oder aber eben die Zeitung eingeladen hatte, zu Wirtschaftsthemen die Kandidaten zu befragen. Da sind wir dabei als Aufzeichnungs-, als Ereignisfernsehen, so wie Alex TV jetzt. Und wir machen aber darüber hinaus auch, dass wir gesagt haben, wir wollen noch mehr, wir wollen die Kandidaten mal im Porträt haben und haben gesagt, okay, das war jetzt kein Bürger, der das für sich so zur Aufgabe gemacht hat. Und da haben wir bei Radio Frei beispielsweise angefragt, ob sie uns da nicht unterstützen könnten, ob sie nicht einen Moderator hätten, der Lust hätte, das zu machen. Und just, es gab jemanden, den Leiter von Radio Frei, der gebürtiger Gera ist, also auch in Bezug hatte, der für uns einfach diese Produktion gemacht hat. Dann, Sie sehen es hier in der kleinen Grafik, für uns ist es natürlich auch, wir nutzen auch das Internet, wir stellen die Sonntagsfrage, wir machen Hochrechnung, also wie würden Sie in der nächsten Woche wählen? Und das Interessante war, dass unsere Ergebnisse tatsächlich fast mit den Ergebnissen, wie sie dann rausgekommen sind, übereinstimmten. Und das ist einfach ganz toll. Also die Sendungen laufen auch mit Call-In ab, dass wir die Politiker, die nicht im Studio da sein können, eben mit einladen. Aber ich weiß, viele Kollegen machen das, ich weiß es auch wieder aus, eben von meinen Besuchen. Insofern, ja, ich will ja nicht pranzen, aber es ist toll. Jetzt im Vorfall, wir haben im letzten Jahr ein neues Stadtparlament gewählt und da waren ganz viele Kandidaten dabei, die wir nicht kannten. Also ganz neu, es gab da einen Umbruch und da haben wir eben auch gesagt, also es geht bis dahin, dass wir sagen, wir brauchen da ein neues Format. Wie machen wir das? Also das ist dann nicht vom Nutzer initiiert, aber wir laden Nutzer ein, mitzumachen. Also ein bisschen gesagt, wir möchten eine Art Porträt über die Kandidaten haben, wir wollen sie ja kennenlernen. Und wir laden ein, freiwillig alle Stadtratskandidaten, das waren um die 140, die sich aufstellen lassen haben, zu uns in dieses Format zu kommen. 42 sind der Einladung gefolgt und hier auch mal Ausschnitte. Was sind das eigentlich für Personen? Welche Politik streben Sie in Gera an? Das will Ansichten und Absichten in den Gesprächen mit den Kandidaten herausfinden. Ja, ich bin jetzt 10 Jahre Mitglied im Stadtrat der Stadt Gera. Beginne ich mit einer Frage. Ich stelle sie, sobald ich sie beendet habe, drücke ich hier auf den Knopf. Und wenn Sie Ihre Antwort abgeschlossen haben, drücken Sie bitte Ihrerseits auf Ihren Knopf. Der aktiviert Ihre 15 Minuten Redezeit. Analysieren. Was sind das für Widerstände? Also genau, das Format bestand darin, 15 Minuten Redezeit für alle und für alle die gleichen Fragen. Insofern konnte man uns nicht vorwerfen, dass wir in irgendeiner Form nicht objektiv Bericht erstatten würden an der Stelle. Einen ganz großen Raum nimmt bei uns auch nehmen bei uns auch Netzwerkprojekte ein. Die sind sehr umfangreich und Netzwerkprojekte meinen da an der Stelle, die sind so komplex, dass sie durch eine Einzelnutzergruppe gar nicht zu realisieren wären. Und da gibt es manchmal Projektansätze, wo man einfach auch zusätzlich Förderung braucht, weil wir in den öffentlichen Raum hinausgehen mit größeren Veranstaltungen, mit Ausstellungen, also Dinge, die eigentlich weit über das, was die Kernaufgabe eines Bürgersenders darstellt, hinausgehen. Und das hat aber etwas mit Nutzerbindung, mit sich selbst bekannt machen, im Nahraum mit Gestalten zu tun. Und da sind wir auch wieder froh, weil wir als Thüringer Landesmedienanstalt, wir sind ja eine Einrichtung, da an der Stelle keine Fördergelder beantragen können, haben wir halt geschaut, okay, wer würde da mit ins Boot kommen? Und Radio Lotte aus Weimar, das nicht kommerzielle Lokalradio, ein Verein, hat für uns die Trägerschaft übernommen, dass wir gemeinsam, und das ist so toll, also wir schreiben die Konzeption natürlich, wir erzählen, was wir machen wollen in der Region Ostthüringen, gegen Rechtsextremismus, für Toleranz und die Integration von Flüchtlingen. Und wir sind auch komplett für die Organisation und Durchführung verantwortlich mit unseren Ehrenamtlichen, mit Vereinen. Also da hängen ungeheuer viele Partner dran. Und Lotte übernimmt für uns ganz selbstverständlich die Beantragung und die Abrechnung. Also das ist eine super schöne Zusammenarbeit. Zum zweiten Mal wurde der Marienplatz an der Untermhäuser Brücke zum interkulturellen Treffpunkt. Das internationale Kultur- und Musikfest über Brücken bot wieder viele spannende Gesprächsrunden und musikalische Highlights. Aber auch für kulinarische Verpflegung aus der Ferne war durch den interkulturellen Verein gesorgt. So I can tell you that I want you. I tell you what I wanna do. For no one seems to fit this worn-out shoe.
Also Sie haben es gesehen, es ist ein großes Fest. Dann geht es wirklich los mit der Beantragung einer Sondergenehmigung bei der Stadt, also was komplett durch den Bürgersender organisiert wird, also wo es einfach keine Hilfestellung an der Stelle gibt, wo man sagt, die Stadt macht das schon, wir kommen dann nur mit unserem Fernsehstudio hin. Nein, wir organisieren das und das geht von 15 bis 21 Uhr über viele Stunden. Das heißt, die Kameraleute, die hier stehen heute, ich weiß nicht, ob viele Stunden jetzt auch sitzen können, die stehen dort auf diesem Platz und müssen natürlich stündlich, wir sind der Meinung, also wenn die Sonne prallt bei 30 Grad, dass man die stündlich ablösen muss. Also da braucht es ein riesiges Team auch an Kameraleuten, an Leuten, die in der Regie dann sitzen, um das dann rein technisch einzufangen. Und natürlich auch in jedem Jahr haben wir andere inhaltliche Themenschwerpunkte gesetzt, weil wir gesagt haben, also wir wollen nicht einfach nur Kultur, internationale Kultur bieten, sondern wir wollen das auch immer mit richtig guten Diskussionsrunden verbinden. Die das Thema, das wir behandeln, auch aufgreifen. Ob das eben die Integration von Flüchtlingen ist, die Flüchtlingssituation, ob das die Zusammenarbeit mit Städtepartnerschaften ist, ob das der Europagedanke ist. Also unter ganz unterschiedlichen Facetten organisieren wir dann diese Talkrunden und gehen da durchaus auch thüringenweit, deutschlandweit und über unsere Grenzen hinaus. Im letzten Jahr auf Vermittlung eines Kollegen konnten wir eine französische Sängerin haben. Das war ein Ausschnitt mit einem norwegischen Sänger. Also jedes Jahr auch so, dass wir sagen, wir nehmen so ein Land als Schwerpunkt, ja, was wir einfach miteinander feiern wollen. So, unser ganz größtes Experiment und ja, aber auch etwas, was unsere starke Verankerung in der Region ganz maßgeblich mit unterstützt hat, ist, dass die Thüringer Landesmedienanstalt von Anfang an die Idee hatte, die Intention hatte, unbedingt Kinder und Jugendliche am Bürgerrundfunkprojekt zu beteiligen. Und das nicht nur in einem zeitlich befristeten Projekt, wo man sagt, da gehen ja die erwachsenen Fernsehleute und leiten die mal an, sondern dass sie gesagt haben, die brauchen eigenes Personal, die brauchen eigene Räume, die brauchen eine eigene technische Ausstattung und die brauchen natürlich auch Konzepte. Also ich kann mich noch erinnern, in den ersten Gesprächen waren Kollegen sehr, sehr kritisch mir gegenüber auf irgendwelchen Tagen, die dann meinten, meint ihr wirklich, ihr könnt mit Grundschulkindern Fernsehen machen, sind die da nicht überfordert, das geht doch gar nicht. Und so war das natürlich eine unserer ersten Fragen, die wir gestellt haben, können Kinder Fernsehen machen und wenn ja, unter welchen Bedingungen, welche Methoden braucht es unter Umständen? Dann Jahre später haben wir gefragt, also ich sage jetzt einfach nur mal, weil meine Zeit wird es sonst leider sprengen, jetzt das Pixelfernsehen im Einzelnen auch noch vorzustellen, wie können wir die Themen, aber auch Themen an Kinder tragen, die mit dem Bürgerrundfunk was, Gedanken was zu tun haben. Und da haben wir beispielsweise dann eben einen, haben gesagt, okay, wir gehen in die Schulen, wir knüpfen an ihre Lebenswelt an, aber wollen mal Demokratie erlebbar machen, indem sie über ihre Schule, über die guten, über die schlechten Seiten berichten. Klappe uff im ostthüringischen Dialekt. Also macht die Klappe auf, übersetzt. Dann war eine weitere Fragestellung im Pixelfernsehen, wie können wir Medienbildung messen? Da in Folge, im Ergebnis, in Beantwortung dieser Frage, sind Leitfäden entwickelt worden für das Medienpädagogik, für die Vermittlung von Medienkompetenz und ein Experiment, im Experiment kann man so sagen, oder in einer gelungenen Versuchsanordnung war die Durchführung eines interaktiven Fernsehprojektes gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut der TU Ilmenau und mit Vereinen und Nutzern, also wieder Bürgerredakteuren, die da hieß, eine interaktive Spielshow im offenen Kanal. Da war der offene Kanal natürlich extrem gefordert, weil wir mussten Drehbücher schreiben. Also die Studenten der TU Ilmenau hatten das Format entwickelt und wir haben, und die Fraunhofer haben die Technologien entwickelt, die technischen. Und wir waren die Schnittstelle dazwischen und es ging letztendlich um die Prüfung, funktioniert das, was da in der Theorie sich ausgedacht worden ist, funktioniert das in der Praxis? Ich mache es mal jetzt ganz schnell, ich weiß nicht, wo wir zeitlich stehen und sage, es hat nicht ganz so funktioniert, wie sich die Theorie vorgestellt hat, aber ja, der Beitrag der Bürgerredakteure hat dazu geführt, dass es trotzdem zu einem gelungenen Experiment wurde. Gregor Jack ist der letzte Nachfahre des Piraten James, der Einäugige. Wenn wir in den nächsten Wochen gemeinsam auf Schatzsuche gehen, suchen ihn mit Grips und List, bis wir wissen, wo er ist. Dann haben wir dieses zweite Spiel gehabt mit Sonne, Mond und den verschiedenen Planeten. Wenn die sich bekriegen, mit was? Nimm den nächsten Begriff, Kevin! Nimm den nächsten Begriff! Ja, Mutti, und wieder die Mutti! Mutti, Finger weg, Mutti! Mutti, Finger weg! Mutti, Finger weg! Nur ganz, ganz kurz zur Erklärung. Familien wurden eingeladen ins Studio, die gegeneinander spielen sollten, also Mütter, Väter, Kinder, in mehreren Folgen. Wir hatten im Stadtgebiet in Gera
tausende Dreamboxen, die eben durch das Fraunhofer-Institut entwickelt worden sind, verteilt, damit man von zu Hause aus für seine Familie voten konnte. Und das wurde halt dann wieder in den Sender transportiert. Und war eine ganz tolle Produktion, die extrem viel Kraft, aber auch extrem viel Spaß gemacht hat und wo sowohl der Erwachsenenbereich mit dem Pixelfernsehen zusammengearbeitet hat. So, der Ausblick. Ja, wir wollen in Perspektive als Thüringer Medienbildungszentrum Bürgerfernsehen machen und Medienbildung vermitteln auf der Grundlage lebenslangen Lernens. Wir wollen eben unsere Bürgerredakteure dazu motivieren, ehrenamtlich sachkompetente Berichterstattung machen, die sie ja zum Teil schon machen. Also wir müssen da gar nicht so viel. Es wird eher vielleicht für uns eine Herausforderung werden. Es gibt ja doch Unterschiede bei der Lernfähigkeit, also so, und damit dann auch umzugehen und eben da auch Mittel und Wege und Konzepte zu entwickeln, dass wir alle mitnehmen können. Weil das ist auch ein weiterer Punkt, dass wir natürlich nach wie vor eine offene Plattform für die Bürgermeinung sein wollen und damit auch Vielfalt sichern. Das wird Veränderungen im Aufgabenprofil der Mitarbeiter sein. Da schwöre ich im Moment gerade auf Selbstorganisationsprozesse, dass wir das gemeinsam entwickeln wollen und dass es im besten Sinne fügen wird miteinander. So. Das ist das Team nochmal ganz kurz, dass Sie wissen, wer ist da hauptamtlich im offenen Kanal Gera für die Dinge zuständig. Wir haben 2 Medienpädagogen und 3 Medienassistenten und ich leite diesen offenen Kanal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Jetzt machen wir einen kurzen Wechsel. Vielleicht nach dem Herr Shanghai Dränger für Radio Lotte gesprochen hat, gibt es die Möglichkeit, kurze Fragen zu stellen an die 3 bisherigen Referenten. Radio Lotte, bekannt, wie gesagt, schon bundesweit. Bitte, Herr Dränger. Ja, vielen Dank, dass ich hier heute eingeladen wurde, um Radio Lotte Weimar ein bisschen vorzustellen. Ich will es auch gar nicht so lang machen. Ich will einfach ein bisschen erzählen, wie hat Radio Lotte Weimar vor 15 Jahren angefangen zu senden? Wie arbeiten wir? Was machen wir beim NSU-Prozess in München? Das ist vielleicht für manche noch ganz interessant. Und viele wissen es ja auch schon. Und ganz kurz, wie werden wir in Zukunft weiterarbeiten oder wie wollen wir das machen? Seit 1999 ist das nicht kommerzielle Radio Lotte Weimar auf Sendung. Man könnte meinen, der Sender entspringe so ein bisschen einer Bierlaune heraus, denn das war für damalige Zeiten schon etwas sehr Besonderes, in einer relativ kleinen Stadt mit 60.000 Einwohnern ein eigenes Radioprogramm installieren zu wollen. Ein Radioprogramm als städtisches Kommunikationsinstrument zu etablieren, vor allem eines, welches von Bürgern gemacht wird. Und die Legende behauptet, dass die Gründer des Senders damals tatsächlich nicht ganz nüchtern gewesen sein sollen, als sie die Idee hatten. Aber vielleicht geht es manchmal auch gar nicht anders, wenn man derartige Unternehmen auf den Weg bringt. Gesagt, getan, also Radio Lotte Weimar ging auf Sendung im Jahr 1999, zunächst mit einer Handvoll Enthusiasten, die der Meinung waren, das sei alles ganz einfach, Radio machen, es gibt da viel zu erzählen, zu bereden in der Stadt und Musik gibt es ja schließlich auch noch, die alle gerne hören. Anderes Radio gab und gibt es zwar auch, aber kein solches, was so nah dran ist an den Menschen und am Geschehen so nah dran an der Kultur der Stadt Weimar. Und so wurde dann improvisiert, da wurde gelötet, geschraubt, gefrickelt, geschrieben und vorbereitet, so gut das eben ging. Und schon bald war dieser neue Sender in diesem alten Medium im wahrsten Sinne des Wortes Stadtgespräch. Nach und nach interessierten sich immer mehr Menschen für die Arbeit von Radio Lotte Weimar. Die fragten an, ob sie helfen könnten, ob sie mitmachen könnten und mitmischen dürfen. Und sie durften noch. Zunächst noch in einer komfortablen Situation als gemeinnütziger Verein in ABM-Stellen, Menschen in ABM-Stellen beschäftigen zu können, etablierte Radio Lotte Weimar eine Alternative zu anderen kommerziell arbeitenden Medienangeboten, die abgesehen von den Zeitungen bei weitem nicht die regionalen bzw. lokalen Züge trugen, wie
das Radio, dieser kleine Amateursender. Und so entwickelte sich etwas, ein zartes Pflänzchen, möchte ich sagen, in der Radiolandschaft, das es bis heute ist, welches stets auf gute Pflege angewiesen ist, auf stetiges Gießen. Und es gibt Menschen, die reden mit ihren Pflanzen, damit sie gedeihen, auch auf den nötigen Respekt, auf manchen ermunternden Zuspruch und auf manches Schulterklopfen in Zeiten der Dürre. In vielen Jahren hat sich da eine lange Liste der aktuellen und ehemaligen Mitarbeiterinnen gebildet. Manche waren nur für einige kurze Momente dabei, vielleicht waren es entscheidende für den Sender. Andere hingegen haben den Sender über einen langen Zeitraum hinweg getragen und tragen ihn immer noch mit und prägen ihn. Es gibt viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die seit 15 Jahren von der Stunde Null an mit dabei sind und Woche für Woche ihre eigenen Sendungen produzieren, mit viel ihrer Energie, manche mit all ihrer Energie. Und es gibt Tage, da müssen wir uns gegenseitig daran erinnern, uns auch mal einen Schritt zurückzunehmen. Das passiert oftmals dann, wenn wir uns auch besonders viel vorgenommen haben oder wenn uns der Ehrgeiz packt und wir der Meinung sind, es geht noch einen Tick besser, es geht alles noch schneller und offener und genauer und gründlicher, und wir spüren die Chance, die Hörerinnen und Hörer einerseits zum Reden zu bewegen, zum Mitreden, und andererseits aber auch, um sie vor Staunen sprachlos zu machen. Radio Lotte Weimar hat sich in den 15 Jahren seines Bestehens zu einem ansehnlichen Medienzwerg entwickelt, möchte ich sagen. Mir schwebt da so ein kleiner Gnom vor mit kurzen Beinen, einem dicken Bart, muskulöser Brustkorb, ein loses Mundwerk und eine schöne bunte Mütze. Also alles, was so zu einem richtig guten Zwerg gehört. Klein zwar, aber die Proportionen stimmen. Und jetzt kommt das Beste an diesem Bild. Stellen Sie sich mal ein ganzes Volk solcher Zwerge vor. Jeder ganz eigen, doch in der Summe eine geballte Kraft. Ist das nicht ein beeindruckendes Bild? Ein solches kleines Zwergenvolk, das konnten wir auch vor gut anderthalb Jahren auf die Beine stellen, auf die kurzen Beine, als uns die großen Medien ob unserer Akkreditierung beim NSU-Prozess in München belächelten, als viele noch nicht einmal eine Vorstellung davon hatten, dass es so etwas wie lokale Bürgermedien überhaupt gibt. An unserer ersten sechsstündigen Live-Themensendung, bei der wir mit unserer Senderikscha direkt vor dem Münchner Oberlandesgericht standen, waren 24 freie Radios, OKs und Bürgersender aus dem gesamten Bundesgebiet beteiligt, plus zwei Stationen aus Österreich. Live 6 Stunden lang. Nehmen wir an, jeder Sender hat etwa 100.000 oder 50.000 mögliche Hörerinnen und Hörer, dann ist es ja schon eine Ansage. Im Mai dieses Jahres waren es übrigens 27 beteiligte Sender, die mitgemacht haben. Hier ist ein Bild aus München, live vor dem Oberlandesgericht. Eingeübt wurden solche Außensendungen bei Radio Lotte Weimar übrigens schon seit vielen Jahren. Lotte folgte einst den Hörerinnen in den Urlaub. Das war eine Devise, die mehrere Jahre lang ein Sendeteam auf die Weimarer Urlaubsinsel Hiddensee getrieben hat. Ich glaube, 4 oder 5 Mal in Folge drehten die Reporter jeweils eine Woche lang jeden Stein auf dieser beschaulichen Ostseeinsel um, trafen Menschen, viele davon tatsächlich aus Weimar. Und da es Schnittmengen gab, wurde irgendwann auch ein kleiner Radioverbund gebildet. 5 Sender waren damals daran beteiligt, mehrheitlich noch an der Ostseeküste. Es hieß damals Erfahrungen sammeln mit Außensendungen von weit weg, die nicht unbedingt aus Weimar stammen, die aber mit Weimar zu tun haben. Wenn Radio Lotte Weimar hat im Leitbild stehen, Radio Lotte Weimar ist ein nicht kommerzielles Stadtradio mit weltweiter Ausrichtung. Ist auch dem geschuldet, dass Weimar eine Universitätsstadt ist, viele Menschen aus Weimar rund um den Globus nach ihrem Studium in die Welt verschwinden, und wir stellen immer wieder fest, wir haben Hörerinnen und Hörer von Perth in Australien, in China, in Norwegen, in Palästina, überall sitzen die und hören Radio Lotte. Als dann
nach dem 26. Polizeibericht von der Insel Hiddensee also wirklich nichts mehr spannender wurde. Da haben wir dann gesagt, wir müssen uns jetzt doch wieder mehr auf Weimar konzentrieren. Und wir haben das aber wieder getan, indem wir das Weite gesucht haben oder auch die Weite. Diesmal ging es in unsere Partnerstadt nach Trier. Auch dort haben wir wieder viele interessante Menschen und Projekte kennengelernt. Wir waren viele ehemalige und auch aktuelle Weimarerinnen, die mitgemacht haben bei dieser Sendung, eine Woche lang. Diesmal gab es zwar nur ein Partnerradio, aber dafür Frequenz in beiden Städten, in Trier selbst sogar 24 Stunden. Und neben unseren Mikrofonen hatten wir auch Kulturschaffende und Künstler mit dabei aus beiden Städten. Die hatten wir im Gepäck, womit ich mal beim Off-Air-Teil, beim Off-Air-Radio Lotte angekommen wäre. Radio Lotte Weimar macht nicht nur Radio als solches, sondern begleitet von Anfang an auch zahlreiche unterschiedliche Initiativen in der Stadt, auch im Off-Air-Bereich. Wir unterstützen durch eigene Diskussionsforen, eigene kleine Kulturveranstaltungen oder im Rahmen von öffentlichkeitswirksamen Projekten. Diese Unterstützung findet aber nicht unbedingt im Werbemodus statt, sondern vielfach auch in der kritischen Begleitung, in Form von interessiertem Hinterfragen. Jede gute Idee für die Stadt und für die Bürgerinnen sollte schließlich auch gut begründet werden, bevor sie umgesetzt wird. Und auch Kritikerinnen sollen dabei zu Wort kommen, möglichst vorher. Und erst dann kann es auch eine tragfähige Idee für die Stadt sein. Umso besser, wenn das alles vor offenen Mikrofonen passiert, dann kann niemand ein Wort zurücknehmen und sagen, ich hätte es nie behauptet. Bürgerradio soll und darf für uns eine möglichst für alle offene Plattform sein, eine Plattform des Gedankenaustausches. Kann sein, dass man mich auf die Möglichkeiten der sozialen Medien verweist. Dem möchte ich aber entgegenhalten. Bürgerradio ist in gewisser Weise ein Bekenntnismedium. Ein Medium, in dem nicht mit Nicknames gearbeitet wird. Und selbst wenn Künstlernamen erlaubt sind, ein Mensch hat eine erkennbare Stimme und ist somit identifizierbar und damit auch ernstzunehmender. Im Gegensatz zu herzlich offenen Meinungsplattformen, in denen nie jemand erfährt, wer seine Meinung in manchmal recht platter Form da zum Besten gegeben hat. Zurzeit steht Radio Lotte Weimar vor einem historischen Umbruch, so möchte ich es mal bezeichnen. Ab dem 1. Juni 2015 ist geplant, von den bisherigen 10 täglichen Sendestunden auf das Vollprogramm zu gehen. Möglich gemacht hat es die Novellierung des Thüringer Rundfunkgesetzes. Und damit einhergehend sind auch mannigfaltige Aufgaben zu bewältigen. Von der Erstellung eines interessanten und vielseitigen Programms einmal abgesehen, bedarf es da großer personeller Anstrengungen. Diese Aufgabe zu meistern, und das ist für einen nicht kommerziellen Sender nicht einfach. Es fehlt, so möchte ich sagen, an allen Ecken und Enden immer an irgendetwas, wobei die technische Ausstattung nicht mal das große Problem ist. Schwieriger ist es auch, die entsprechenden Mittel aufzubringen, die Technik in Schuss zu halten, die Menschen aus der Stadt zum Mitmachen zu bewegen und letzten Endes auch die Teams zu pflegen und zu motivieren. Wie gesagt, die Möglichkeiten, die uns heute das Internet bietet, machen es diesem alten etablierten Medium Radio keineswegs einfacher. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, oftmals fehlt es auch an klaren Signalen aus der Politik, ob ein solches Medium überhaupt erwünscht ist. Da ist schnell mal aus einem der Büros im Landtag oder im Stadtrat zu hören, dieser Sender ist ja ein linker Sender, mal ist Radio Lotte auch ein grüner Sender und dann schalten sich die Hörer ein und sagen, was ist das für ein schwarzer Sender heute? Je nachdem, welcher Politiker von wem auf welche Art und Weise interviewt wurde oder auf sonstige Weise im Programm auftaucht. Was vielen Radiomachenden wirklich eine Stütze wäre, nämlich ein klares Bekenntnis zu dieser zugangsoffenen Form des Bürgerradios, lässt trotz aller Entwicklungen manchmal noch auf sich warten. Zwar gibt es gelegentlich wohlmeinende Worte zu hören, toll, dass es sowas gibt, fragt man aber mal aktuell Interviews an,
Dann kommt die Antwort, man habe schon alles in den Zeitungen gesagt. Man muss jetzt nicht noch zum Radio kommen. Vielen Dank dafür. Ein Motorradfahrer, ein Freund von mir, der erklärte mir kürzlich mal auf meine Frage, ob er sich das eigentlich tatsächlich leisten kann. Er sagte, weißt du, wenn ich mich mit einer Harley schmücken möchte, dann muss ich die lieben, ich muss die pflegen und manchmal muss ich auch ordentlich da rein investieren. So ist es nun mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie gerne jetzt dazu auffordern, einfach Fragen zu stellen an die letzte Runde. Ich denke, es ist deutlich geworden durch die drei Vorträge, auch durch die beiden letzten vor allen Dingen als Best Practice, wie stark Qualität im Programm eine Rolle spielt, wie stark die Lokalität eine Rolle spielt im Programm. Und ich denke vor allen Dingen auch, und das ist vielleicht ein Ausdruck der Wertschätzung im jeweiligen kommunalen Sektor, wenn der Bürgermeister oder Oberbürgermeister sagt, dieser Bürgersender, das ist mein Sender, das ist unser Sender. Das heißt, hier ist genau die Schwelle zum Nahraum übersprungen. Das heißt, der Nahraum, das ist das, was hier tatsächlich abgebildet wird. Gibt es Fragen zu den drei Referenten? Frau Wiengarn, bitte. Dazu braucht man ein Mikrofon. Also ich habe eine Frage zu Martin Ritter, der das vorgetragen hat, wo ja in Thüringen jetzt alles anders wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Es bleibt nicht so, wie es ist, glaube ich, waren deine Worte. Stichwort Redaktionsmanagement, Lokalpublizistik. Ist das also, wie wird das, dieses Redaktionsmanagement, findet das in den Einzelnen, also es betrifft vor allem die ehemals offenen Kanäle im Radiobereich, wenn ich das richtig verstanden habe, die jetzt, wie heißen die in Zukunft? Also die heißen, Herr Ritter, ja. Die heißen Bürgerradios. Also Gesetzgeber sieht als Bürgermedientyp sogenannte Bürgerradios. Und in diesen Bürgerradios wird jetzt ein Redaktionsmanagement implantiert. Genau, also der ist hergeleitet natürlich aus dem Funktionsauftrag im Gesetz. Da steht drin, die Bürgerradios haben zur lokalen und regionalen Information beizutragen. Und das eben abgeleitet daraus nicht als Zufallsergebnis, wir schauen mal, was kommt, sondern das natürlich systematisch, also nachvollziehbar mit einer Erwartungshaltung gesehen. Und wer sich dann mal umschaut und sagt, wie kann man das eigentlich machen mit Ehrenamtlern, landet ganz schnell in der Schweiz. Mit sehr, sehr guten Erfahrungen. Ich kann da jeden nur mal einladen, sich mal anzuschauen dort, was Vincent Wüster mit seinem Team mit den Schweizer nicht kommerziellen Radios dort aufgebaut hat und mit den Bürgerradios dort, wie das dort funktioniert. Und dort ist ein Redaktionsmanagementverfahren eingeführt, implementiert worden und auch evaluiert worden in zwei Wellen, wie man mit Ehrenamtlern systematisch quasi Redaktion gestalten kann. Ich meine, das haben ja die nicht kommerziellen Lokalradios schon lange, ja? Also das ist jetzt nicht neu. Das ist in dieser Form schon neu, weil es sich ganz klar nach Qualitätskriterien richtet. Also es gibt ein richtiges Verfahren mit einem Katalog, wo man anfängt, jeder Sender muss seine eigene journalistische Qualitätskriterien erarbeiten. Jeder muss einen ganz klaren Organisationsaufbau für die Redaktion. Und der gilt für 4 Jahre. Das ist nicht, dass es nicht heute so und morgen so, sondern es ist ja eine Lizenz dahinter, die für 4 Jahre gilt. Bis hin, dass es komplett quasi erarbeitete Feedback-Kulturen gibt und so weiter. Also es ist ein recht großer, ausdifferenzierter Katalog, wenn man sich ihn mal anschaut. Und da stehen eine ganze Menge Fragen dahinter. Und systematisch heißt hier in dem Sinne, sich Gedanken zu machen, wie kann ich diesen Fragen zum Beispiel Rechnung tragen. Also ich kann nur empfehlen, dass man vielleicht mal eine Informationsfahrt durch die Schweiz macht, weil die Schweiz in vieler Hinsicht, ich denke nicht nur an die Lokalsender, an die nicht kommerziellen, auch an die Digitalisierung, da ist die Schweiz sehr viel weiter als in Deutschland, wie dort das umgesetzt wird in einer schwierigen Topografie. All dieses wäre, glaube ich, ganz hilfreich. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann kommen wir zu unserem nächsten Punkt.